Da fragte er mich, ob ich an seiner Ringvorlesung mich beteiligen wollte. Und ich sagte: Genosse Frank, natürlich, gerne mache ich das. Das ist mir eine Herzensangelegenheit. Dann scheint es mir, dass in öffentlichen Debatten, im öffentlichen Diskurs durchaus ein Bild von Marx vermittelt wird, aber es ein sehr verzerrtes Bild ist. Das ist gerade heute in diesem doch wahrscheinlich sehr interdisziplinären Kontext spannend, da wahrscheinlich die meisten von euch schon über ihn gehört haben, zumindest seinen Namen, vielleicht auch Ausschnitt über sein Werk, aber ich vermute mal nicht alle direkten Kontakt, also eigene Selbstschriften von ihm gelesen haben. In meiner eigenen Erfahrung hier als Soziologiestudent in Innsbruck war es so, dass zwar in den Einführungsvorlesungen Marx eben als Gründerväter oder einer der Gründerväter der Soziologie zuerst auferkoren wird, aber dann verstummt seine Stimme sozusagen. Es gab nur sehr wenige Vorlesungen, die seine Theorien tatsächlich thematisierten, aber es gab durchaus einen kleinen Kreis an Studierenden und auch Lehrenden, die sozusagen ihm dann in den Seminarräumen hier an der SOWI durchaus Gehör verschufen. International gab es in den letzten Jahrzehnten immer eine stärkere Rezeption, unter anderem wegen den aufkommenden wirtschaftlichen und ökologischen Krisen, aber auch wegen steigender sozialer Ungleichheit. Und auch unser Gastprofessor heute beschäftigt sich eben mit Marx, Stefan Gantler, geboren und gebildet in Deutschland, nun aber Professor der Philosophie und Gesellschaftstheorie an der Autonomen Universität Querétaro in Mexiko. Dabei auch Gründer und Leiter des Forschungsprojekts Kritische Theorie aus den Amerikas. Er wird heute dem Zu-Kurz-Kommen des wissenschaftlichen Marxismus hier an der Universität Innsbruck entgegenwirken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann es kaum erwarten. Bitte, Vielen Dank für die nette Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich hoffe, ich kann das erfüllen, diese Ansprüche. Aber also ganz kurz zur ersten Frage. Herr Frank hat uns ja drei Fragen gestellt. Die erste Frage, warum Marx in seiner Zeit so wichtig war. Ich denke, der Hauptgrund ist, dass Marx ein theoretisches Vakuum gefüllt hat in einer Frage, die ich glaube, ich bis heute nicht so richtig gelöst ist, die von vielen anderen Autoren auch aufgenommen wurde. Aber ich denke, einer, der das am besten beantwortet hat, war Marx. Die Frage ist, wie dieses Spannungsverhältnis verstanden werden kann zwischen einer hochrationalen, aufgeklärten, vernünftigen Gesellschaft, in der wir ja leben, die bürgerliche Gesellschaft, die moderne Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, in der eben alte Formen von Unterdrückung und Ausbeutung und Ausgrenzung zumindest von den Verfassungen her und auch von den Gesetzen her nicht mehr existieren oder nur noch in ganz geringer Anzahl oder geringer Personengruppe, die betroffen ist, existiert. Einerseits, also es gibt die Gleichheitsgrundsatz, wir sind alle gleich, zumindest wenn wir Staatsbürger sind und so weiter. Also es gibt es auf der einen Seite das und gleichzeitig ist natürlich offensichtlich, also wer nicht völlig blind ist, sieht das natürlich auf den ersten Blick, findet genau das Gegenteil statt. Also extreme Ausschlussmechanismen, Ausbeutung, Verfolgung, Krieg, Hunger und so weiter. Wie Sie wissen, es gibt mehr als doppelt so viel Essen, als notwendig wäre, dass wir alle ordentlich essen, also alle Menschen dieser Erde. Das Problem ist, Hunger wird jeden Tag schlimmer. Also die Toten, die in der Ukraine jetzt im dortigen Krieg leider entstehen, ist natürlich eine ganz kleine Anzahl nur im Vergleich zu den Leuten, die jeden Tag sterben an Hunger in den armen Ländern der Erde, worüber aber nicht berichtet wird, und so weiter und so weiter. Also es gibt natürlich einen eklatanten Widerspruch zwischen diesen beiden Umständen und darauf gibt es verschiedene Antworten. Die meisten sind schlecht oder falsch. Die rechte Antwort muss sozusagen ist, naja, das war ein falsches Versprechen. Wir sind eben nicht gleich. Sie sollten nicht das gleiche, ob man nur ein Afrikaner ist oder eine Frau. Gerade vorhin habe ich wieder mit einer Kollegin in Frankfurt telefoniert, mir erzählt, dass in Kassel gibt es, pardon, in Gießen gibt es einen Kollegen, jetzt habe ich vergessen, entweder in Kassel oder in Gießen, einen Biologen, der behauptet, ja, bis heute noch behauptet, ja, natürlich wäre das Gehirn von Frauen und auch von Afrikanern kleiner als das von europäischen Männern und daraus kann man dann alles mögliche. Also das heute noch in Unis, in deutschen Unis gelehrt, diese Ansicht und so weiter. Also das ist die rechte Antwort, wir sind nicht gleich und natürlich war es ein falsches Versprechen.
die bürgerliche Antwort wäre, ist es eh alles in Ordnung. Ja, also ich meine, das sind so Randprobleme, die gibt's noch, okay. Aber im Prinzip ist das Versprechen erfüllt. Ja, das sind sozusagen die beiden Antworten, die beide natürlich falsch sind. Das haben auch gewisse Linke, wenn sie ein bisschen so reformistisch sind, können auch diese bürgerliche Antwort mit übernehmen. Maas gibt natürlich eine völlig andere Antwort, gibt eine dialektische Antwort. Und ich denke, das ist eben das Interessante an ihm, dass er sozusagen meiner Ansicht nach die einzig richtige Antwort gibt. Ein bisschen verknappt jetzt gesagt, aber er macht ja diese Vereinfachung der anderen beiden Antworten. Übrigens ähnlich wie Freud, Nietzsche, Marquis de Sade. Es gibt da andere, die sich auch in dieser Dialektik bewegen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber sag mal, er ist nicht der Einzige. Nur aus seiner, die Perspektive, die er hat, ist er schon der Erste. Also diese materialistische, ökonomische Perspektive. Und Freud macht natürlich einen ganz ähnlichen Versuch, also auch zu erklären, von der Wissenschaft her, von einer rationalen Analyse her, das Nicht-Rationale in dieser Gesellschaft zu erklären. Letztlich geht es eigentlich um eine ganz ähnliche Frage wie bei Marx, aber die denke ich nur natürlich von einer völlig anderen Sichtweise her. Bei Marquis de Sade ist das auch ähnlich, wahrscheinlich wissen das, oder gut, viele wissen es nicht, einer der wenigen massiven Kritiker des allgemeinen Einsatzes der Guillotine in der Französischen Revolution. Deswegen kam in der Psychiatrie, nicht aus anderen Gründen, das waren vorgeschobene Gründe, und der eben auch sehr früh schon gesagt hat, dass die Guillotine eingesetzt wird, gerade im Rahmen dieses Rationalisierungsprozesses, nicht entgegen des Rationalisierungsprozesses und Teil dessen seiend, aber aus völlig irrationalen Gründen. Also hat diese, zwar nennt das nicht Dialektik, aber letztlich ist auch ein dialektisches Argument. Bei Nietzsche kann man ähnliche Argumente finden, darauf jetzt gehe ich nicht näher ein. Also, aber es gibt, die Frage existiert, die Frage steht im Raum, in verschiedenen Zeiträumen, aber auf das gleiche Problem gerichtet. Marx geht von der Ökonomie aus, ursprünglich von der Philosophie, aber relativ früh wird er von seinem Freund Engels darauf hingewiesen, dass die Ökonomie da eine wichtige Rolle spielt. Marx würde sagen, es gibt eben, diese Gesellschaft ist eine Gesellschaft gleicher, und das ist genau die Grundlage der Ausbeutung. Das ist seine Antwort. Leider wird das in vielen Marx-Rezensionen sowohl seinen Nachfolgern als auch Kritikern falsch interpretiert. Bedenken, Marx wäre ein Fanatiker der Gleichheit, das ist genau umgekehrt. Marx ist einer der ersten radikalen Kritiker des Gleichheitsbegriffs, den natürlich verteidigt im Vergleich oder im Gegenüber feudaler und anderer vorkapitalistischer Gesellschaftsformen, gleichzeitig aber auch kritisiert. Weil er eben davon ausgehen würde, dass wir eben nicht gleich sind. Es ist zum Beispiel, darauf weist Marx immer wieder hin, nicht das Gleiche, ein Kind von, vorhin habe ich ein kleines Kind gesehen, also von ein Jahr zu sein, oder gut, im Frühkapitalismus wurden Kinder ab 3 Jahre schon in Minen geschickt in England. Spätestens mit 6 mussten in der Mine arbeiten, in der Kohlenmine und anderen Minen. Ist natürlich nicht das Gleiche, ein 3- oder 6-jähriges Kind zu sein oder ein Erwachsener von, was weiß ich, 25 Jahren. Zu sagen, dass er das Gleiche ist, natürlich pervers, ist absurd. Und genau das haben die Kapitalisten gemacht. Ja. Haben gesagt, oder machen es heute immer noch. Wenn du ein Mensch bist, wenn du arbeiten willst, und pardon, wenn du essen willst, bist eh schon 6, ja, dann arbeite. Das ist Gleichheitsbegriff in seiner übelsten Ausformung. Meist würde ich sagen, der Gleichheitsbegriff ist eben nicht der Gegensatz zu der modernen, heutigen Ausbeutung, sondern dessen Grundlage. Das ist, denke ich, so sein Clou. In einer Argumentation, der leider oft übersehen wird. Aber das ist eigentlich die Hauptaussage von Marx. Es wird nicht entgegen der Gleichheit ausgebeutet, sondern durch die Gleichheit hindurch. Also die Gleichheit ist sozusagen das Geheimnis der kapitalistischen Ausbeutung, was natürlich auf den ersten Blick völlig irrsinnig wirkt. Also auf den ersten Blick würde man sagen, warum kann einer, wenn er gleich ist, zur gleichen Zeit auch ausgebeutet werden? Das erklärt ihm der Marx in seiner ökonomischen Theorie, wie das funktioniert. Vielleicht werde ich da später noch kurz darauf eingehen, wenn es dann um die theoretischen Mechanismen geht, die er verwendet. Aber jetzt noch mal kurz zu seiner Wichtigkeit. Also ich denke, das ist seine Wichtigkeit, dass er einer der wenigen ist, der eine Antwort findet auf diese eigenartige Dialektik, die später bei Horkheimer und Donnelly dann aufgenommen wird, in dem berühmten Buch Dialekte der Aufklärung, was meiner Ansicht nach eine der besten Marx-Interpretationen ist, auch wenn sie in dieser Phase schon einen gewissen Abstand nimmt zu Marx, aber insbesondere zum sowjetischen Marxismus oder dogmatischen Marxismus. Aber sagen wir mal, die Kritik der politischen Ökonomie, das ist ja der Titel seines Hauptwerkes, das Kapital, also Untertitel, Kritik der politischen Ökonomie, das ist natürlich, muss man ernst nehmen, wird leider oft nicht ernst genommen, dieser Titel, aber es geht tatsächlich um eine Kritik, ja, und zwar eben in einem doppelten Sinne. Also einerseits Kritik der politischen Ökonomie als Wissenschaft und ihrer Widersprüche, die aber zugleich auch einhergeht mit einer Kritik der politischen Ökonomie als Realität. Und was eben geht, und das muss man noch kurz mitdenken, weil Marx natürlich da Hegel im Kopf hat, wenn er das so macht. Bei Hegel ist es ja so, dass die Theorien dann am besten sind, wenn sie falsch sind, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Also eine gute Theorie
ist dann gut, wenn sozusagen ihre Falschheit genau koinzidiert mit der Falschheit der Realität, die sie sozusagen darstellen will. Also wenn ein Autor völlig widerspruchsfrei ist und da alles ganz glatt ist, dann kann man davon ausgehen, dass er lügt, würde Hegel sagen. Nur wenn die Theorie früher oder später immer solche Sprünge hat, solche Risse, wo irgendwas nicht so richtig hinhaut. Also ich höre uns hol jetzt den linken Hegel hervor, es gibt auch einen rechten Hegel. Also den linken Hegel, den Marcuse auch sehr stark betont in Vernunft und Revolution, aber der für Marx auch wichtig ist. Marx kommt ja historisch von den Linkshegelianern. Also Hegel, der linke Hegel würde sagen, Widersprüche sind in der Realität existent. Eine Theorie, wenn sie kongruent ist, kann sie als solche nicht darstellen. Nur eine Theorie, die in sich widersprüchlich ist. Darum habe ich eben solche komischen Autoren genannt, die Marquese Sade, Nietzsche und so weiter. Das sind ja ganz seltsame Autoren eigentlich, ja, die auch wirklich ihre ganz unangenehmen Seiten haben. Aber genau das macht sie interessant. Jetzt, wie gesagt, nicht, weil sie irgendwelche Spinner sind, die irgendwie Zeugs daherreden, sondern weil ihre Widersprüche koinzidiert oder einhergehen, ich will nicht widerspiegeln sagen, weil es so platt ist, aber sagen wir, in einem gewissen Verhältnis stehen, in einem stimmigen zu einem widersprüchlichen der Realität. Also das ist zum Beispiel bei Marquis de Sade, wenn man den ernsthaft analysiert, ganz klar. Der ist einerseits, wie gesagt, ein großer Humanist, vielleicht der wichtigste Humanist überhaupt in der Französischen Revolution, gleichzeitig ist es genau das Gegenteil. Also es gibt Dinge, wo er folgt das Szenen mit, was weiß ich, mit Wonder beschreibt, das gibt es natürlich auch in ihm, aber genau diese Widersprüche machen ihn sozusagen wahr und machen ihn wichtig, weil genau das ist die Realität, die er darstellt. Diese Realität ist das, das ist eine, unsere Realität ist eine zutiefst humanistische, natürlich, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, gut, soweit wir Kenntnis von ihr haben, soweit es zuerst in der schriftlich dokumentierten Menschheitsgeschichte gibt es einen massiv existierenden Gleichheitsbegriff, das ist natürlich zutiefst humanistisch und gleichzeitig gibt es sowas wie Auschwitz, sowas wie Vernichtungskriege in einem Ausmaß und einer Schnelligkeit, wie das vorher völlig undenkbar und auch nicht existent war. Ja. Und gut, Auschwitz natürlich nach Marx. Das ist auch, werde ich auch darauf noch eingehen, ist auch ein Problem an Marx, dass er so weit dann doch nicht ging in seiner Kritik. Aber sagen wir mal, er hat was geahnt. Er hat was geahnt von einem ganz essentiellen Widerspruch in dieser Gesellschaft, wie gesagt, in der nicht entgegen ihrer besten Versprechen Verbrechen begangen werden, sondern gerade aufgrund ihrer besten Versprechen. Wie gesagt, das beste Versprechen nochmal ist die Gleichheit aller Menschen. Und Marx würde sagen, jetzt ein bisschen fänge ich zur Theorie über, was so seine theoretischen Grundannahmen sind. Marx würde sagen, die Annahme der Menschen als Gleiche ist die Voraussetzung dafür, dass der Kapitalismus funktioniert. Übrigens, ideologiehistorisch wird das eingeführt in das Christentum, das erwähnt er auch mehrfach in Fußnoten im Kapital, die schon vor dem Bürgertum die Gleichheitsidee aller Menschen einführen über Nächstenliebe und so weiter. Aber sagen wir mal, wenn man gesellschaftlich wirksam wird, dann durch die bürgerlichen Revolutionen mehr noch. Und aber vorbereitet sind die Leute ideologisch schon durch eben die christliche Idee der Nächstenliebe. Und die in beiden Fällen implizit, im Falle des Christentums, explizit im Fall des Bürgertums von einer Gleichheit der Menschen ausgeht, was, wie gesagt, die Grundlage dafür ist, dass man auch alle ausbeuten kann in der heutigen Art und Weise. Die heutige Ausbeutung funktioniert ja so, dass man den Menschen einen Lohn zahlt und dann dieser Lohn bemessen wird aufgrund dessen, was der Kapitalist kauft, wert ist. Was der Kapitalist kauft, ist ja nicht das Produkt der Arbeit dieses Arbeiters oder dieser Arbeiterin, wie manchmal fälschlich angenommen wird, sondern seine Arbeitskraft als solche, also sein Körper, wenn Sie wollen. Natürlich, das schließt auch seine geistigen Fähigkeiten ein. Muskel, Nerv und Hirn, sagt Marx oft, wird da verkauft. Also oder verliehen. Sie sind keine Sklaven, aber jeden Tag verkauft der Arbeiter, die Arbeiterin in heutigen Umständen 8 Stunden seines 24-Stunden-Tages an den Kapitalisten und kriegt dann nach 8 Stunden wieder zurück für die Ausruhezeit und so weiter. Aber in diesen 8 Stunden ist der Kapitalist Eigentümer und zahlt ihn dafür. Er zahlt ihn nicht für die Arbeit, oder zahlt man auch nicht für das Arbeitsprodukt, sondern zahlt für die Arbeitskraft. Das ist ganz wichtig, das ist eine Unterscheidung. Also wird nicht die Arbeit bezahlt, wird nicht die Aktivität bezahlt und auch schon gar nicht das Produkt. Was bezahlt wird, ist der Körper. Ja, der wird 8 Stunden gekauft oder geliehen, wie auch immer Sie das nennen wollen. Und er wird auch dementsprechend bezahlt. Was kostet es, diesen Körper herzustellen, ja, oder diese Arbeitskraft herzustellen? Wie jedes andere Produkt auch, hat auch die Arbeitskraft eine bestimmte Stundenzahl, die notwendig sind, um sie herzustellen. Also das kann man bei Kilo Weizen berechnen, das kann man bei einer Tonne Stahl berechnen. Man kann immer berechnen, wie viele Stunden Arbeitszeit sind in einer bestimmten historischen Epoche notwendig, um das Produkt herzustellen, im Durchschnitt, im gesellschaftlichen Durchschnitt. Und dann weiß man bereits den Wert dieser Ware und ganz genauso verhält sich mit der wahren Arbeitskraft. Das ist eine andere ganz wichtige Grundannahme, die aber schon von Smith Ricardo übernehmen kann. Also die Arbeitskräfte sind Waren, so wie jede andere Ware auch.
Das ist ganz wichtig. Also wir sind, das ist auch Teil des Gleichheitsbegriffs. Also wir sind nur nicht gleich untereinander, alle Menschen, sondern sind auch gleich mit den Dingen. Also die Gleichheit ist sehr radikal. Also jede Wasserflasche kann verglichen werden mit einem Arbeitskraft, wenn sie sozusagen dann gleichgesetzt werden und verkauft und gekauft werden. Und so kann man auch die Arbeitskraft berechnen, wie viel sie wert ist. Also wie viel sind 8 Stunden wert? Wie, wenn jetzt der Arbeiter oder Arbeiterin verkauft es 8 Stunden ihres 24-Stunden-Tags an den Kapitalisten, man kann ganz genau berechnen, was sind die 8 Stunden wert. Und der Witz bei dem Ganzen ist, dass sie immer weniger wert sind als 8 Stunden. Man berechnet ja den Wert in Stunden, das wird dann nachtransformiert in Geld, aber sagen wir mal, der Witz ist, und darum kauft der Kapitalist überhaupt die Arbeitskraft, dass die Arbeitskraft von 8 Stunden ist niemals 8 Stunden wert. Sonst würde er sie nicht kaufen. Die 6 Stunden wert, 5 Stunden, 4 Stunden. Das heißt, wie viele Stunden mussten vorher ausgegeben werden, um diese Arbeitskraft herzustellen? Die Mutter, der Vater, jemand anders das Kind pflegt. Im Alter muss man auch gepflegt werden. Man selber muss das ja ausruhen, auch Kleider, Essen, Wohnung und so weiter, Transport. Das alles wird berechnet. Das ist ein bisschen kompliziert. Das muss man über ein Leben lang berechnen. Aber so kompliziert ist es auch nicht. Das kann man relativ leicht dann letztlich dann doch berechnen. Mit Computer heute geht es noch einfacher. Dann weiß man, wie viel ist das jetzt wert? 8 Stunden. Und wie gesagt, die sind dann zum Beispiel 6 Stunden wert. Also so viel braucht man, um diese Fähigkeit, 8 Stunden zu arbeiten, herzustellen, braucht man beispielsweise 6 Stunden. Und der Kapitalist zahlt natürlich dem Arbeiter das, was seine Arbeitskraft, wie gesagt, nicht seine Arbeit, noch nicht seine Arbeitsbruch, sondern seine Arbeitskraft wert ist, und das sind eben 6 Stunden. Aber er kauft aber 8 Stunden zum Preis von 6 Stunden, aber das ist kein Betrug, das ist ganz wichtig, sondern es funktioniert alles sozusagen nach den Gesetzen des Äquivalententausches, alles das funktioniert den Gleichheitsgrundsatz berücksichtigen. Das ist ganz, ganz entscheidend in Marx, in der Marxischen Argumentation. Für ihn gibt es Raub und Diebstahl nur in das, was er nennt, die Phase der ursprünglichen Akkumulation. Also wenn das Ganze alles losgeht, dann gibt es schon etwas Raub, ja, dann in Kolonien und so weiter, oder auch in England, wenn die den Leuten da ihr Land wegnehmen und so weiter, da muss schon ein bisschen gestohlen werden, damit das richtig mal losgeht. Aber wenn das erstmal so richtig läuft, die Maschine des Kapitalismus, dann ist Diebstahl eigentlich nicht mehr notwendig. Jetzt aus kapitalistischer Sicht, dann werden die auch ernster, wenn auch die Gesetze strenger und so weiter, man kann sogar mal einen Kapitalisten mal strafen. Ausnahmsweise, wenn er da mal stellen sollte und man ihn dabei erwischt und einem Richter irgendwie einverstanden ist, ihn zu verurteilen, das passiert dann sogar. Es gibt auch diese Skandale manchmal, ja, wenn irgendwelche Reichen im Gefängnis landen. Das ist alles möglich im Kapitalismus, aber wie gesagt, das ist irrelevant. Also relevant ist, dass in der Gleichheit zugleich die Ungleichheit existieren kann. Das ist der Witz. Also die Gleichheit kann existieren. Also der Kapitalist zeigt mir ganz genau das, was ich ihm verkaufe. Ich verkaufe ihm 8 Stunden Arbeitskraft. Wie viel sind die 8 Stunden wert? 6 Stunden, wie gesagt, weil die Herstellung dieser 8 Stunden weniger sind als die 8 Stunden. Und er zeigt mir natürlich die 8 Stunden. Ich könnte auch sagen, ich will die 2 Stunden nicht ausruhen. Das würde ich in einer freien Gesellschaft sagen. In einer freien, nicht ausbeuterischen Gesellschaft würde ich sagen, okay, ich brauche 6 Stunden, um meine Arbeitskraft jeden Tag herzustellen. Dann arbeite ich eben 6 Stunden. Aber wir leben in dieser freien Gesellschaft nicht. In einer kapitalistischen Gesellschaft geht es eben nicht darum, um die sozusagen Gebrauchswertseite, was brauche ich zum Leben, darum geht es nicht, sondern es geht um die Wertseite. Und die Wertseite ist eben, wie viel ist deine Arbeitskraft von 8 Stunden wert? Und die ist nun mal, wie gesagt, weniger wert, zum Beispiel 6 Stunden. Und diese Differenz von 2 Stunden, die nennt Marx der Kasus, der den Kapitalisten lachen macht. Weil er sagt, ich zahle dir das Gerechte für deine 8 Stunden, ich zahle 6 Stunden, du arbeitest aber für mich 8 Stunden. Aber nochmal, das ist kein Betrug, das geht alles mit rechten Dingen zu. Aber der Grund natürlich, warum die Arbeiter das machen, warum sie ihre Arbeitskraft verkaufen, ist auch ein wichtiger Grund, der ist zwar offensichtlich, aber ich erwähne ihn trotzdem, weil sie keine Produktionsmittel haben. Wenn ein Arbeiter selber die Produktionsmittel hätte, würde er natürlich selber arbeiten mit diesem Produktionsmittel. Die hat er aber nicht. Zum Beispiel eine Autofabrik. Ja, die hat er nicht. Der Arbeiter zu Hause rumstehen. Ja, er hat es ja auch nicht kollektiv mit den anderen, was weiß ich, 5000 Leute, die da arbeiten in der gleichen Fabrik. Darum muss er natürlich zu dem gehen, der das Arbeitsmittel schon hat. Das ist sozusagen auch Teil der heutigen Gesellschaft, dass die Arbeitsmittel viel, viel, viel teurer sind als in früheren Gesellschaften. Also in früheren Gesellschaften gab es ja noch so kleine Meister, die vielleicht 2, 3 Gehilfen hatten, die haben noch selber ihr Taillier, ich sag mal auf Deutsch, also Sie wissen, dass ich, wenn die Werkstatt hatten, ihren Hammer und ihren Meißel und ihre Feuerstätte, das gab's, war früher noch denkbar, aber heute ist es undenkbar. Also das ist derartig teuer und wertvoll, die heutigen Arbeitsmittel, dass man die als heutiger Arbeiter normalerweise nicht mehr besitzen kann. Da gibt's Ausnahmefälle.
vorstellen. Vielleicht irgendwelche Philosophen, die zu Hause sitzen mit, was weiß ich, 2000 Büchern oder so in einem Computer. Es gibt noch ein paar Ausnahmen. Aber normalerweise gibt es das heute nicht mehr. Also normalerweise muss man heute mit derartig teuren Arbeitsmitteln arbeiten, dass man das nur noch tun kann, indem man seine Arbeitskraft verkauft an den, der sie eben doch hat. Und das ist eben der Kapitalist oder in Ausnahmefällen auch die Kapitalistin. Und das ist eben der Witz, warum man das akzeptiert. Als Arbeiter ahnt man natürlich, dass da irgendwas komisch ist. Man ahnt natürlich, dass das, was ich verkaufe, also in Stunden mehr ist, als das, was es wert ist, also was ich gerade beschrieben habe. Irgendwie spürt man das, ohne es vielleicht genau zu verstehen, aber man kann dagegen nicht tun. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass es eben dann doch gerecht ist. Es geht eben, diese Dialektik ist dann letztlich in den Köpfen. Das wird vielleicht nicht völlig verstanden. Aber irgendwie wissen die Leute doch, es gibt da eine Gleichheit, darum wird das auch gesellschaftlich so anerkannt, der Kapitalismus. Also wenn die prokapitalistischen Ideologen behaupten, das sei die beste aller Gesellschaften, das ist jetzt nicht nur gelogen. Das ist natürlich schon gelogen, aber es ist nicht ganz gelogen, weil es schon tatsächlich im Vergleich zu früheren Gesellschaften, wie gesagt, diesen Gleichheitsbegriff hat und auch realisiert. Das ist, dieses Versprechen wird wirklich, es gibt Ausnahmen und es sind nicht so wenige, zum Beispiel Frauen. Das ist die Hälfte, okay. Da wird das manchmal nicht eingehalten. Ja, ich weiß jetzt, das hört sich jetzt nicht feministisch an, aber Marx geht auch darauf leider sehr wenig ein. Aber es gibt tatsächlich dann Gruppen, die entweder Minderheiten sind oder als solche behandelt werden. Wie gesagt, Frauen sind natürlich keine Minderheit, werden aber das sein. Sie sind andere Gruppen, sind jetzt zahlenmäßig schon Minderheiten und werden natürlich dann schon so behandelt, dass da die Gleichheit da doch nicht so hundertprozentig klappt. Das wissen Sie ja, im Durchschnitt verdienen in sämtlichen Ländern der Erde Frauen, wie viel ist es? Ungefähr 30% oder 25% weniger, für ganz genau die gleiche Arbeit wie ein Mann. Also insofern muss man das jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, was ich sage. Aber gut, ich gehe jetzt Marx wieder. Also bei Marx wird es zwar erwähnt, dieses Thema mit der Minderbezahlung von Frauen ist aber kein zentrales Thema für seine Analyse. Er geht jetzt von der Gleichheit aus, wie gesagt, haben Sie bitte im Kopf, dass es nicht ganz stimmt, was ich jetzt sage. Aber gut, es ist Marx. Rassismus weiß er zwar auch, dass es den gibt, aber auch, also das nimmt er alles so als Themen, deren Existenz er nicht ausschließt, aber die so ein bisschen rauslässt aus der Analyse, weil eben, wie gesagt, er will eben darauf abheben, dass die Gleichheit schon eingehalten wird. Wie gesagt, als theoretische Argumentation. Das heißt nicht, dass es in der Praxis wirklich so ist, aber sagt einfach, wir müssen einfach theoretisch verstehen, wie dieser Kapitalismus funktioniert und warum der so stabil ist und warum er so viele Anhänger hat. Und das ist eben der Grund, eben, dass er tatsächlich irgendwie das mit der Gleichheit einhält. Wie gesagt, es gibt tausende von Argumenten, wo man dann doch beweisen kann, dass es letztlich doch nicht eingehalten wird. Aber für Marx ist das für seine Argumentation ist nicht so zentral, weil er sagt das ja nicht, um die Gesellschaft zu verteidigen, dass sie Gleichheit einhält, sondern nur um zu verstehen, warum sie funktioniert und zu verstehen, warum sie so viel Anhänger hat, diese Gesellschaftsform. Nicht, weil er jetzt irgendwie ein großer Apologet dieser Gesellschaftsform ist. Insofern muss man das immer im Kopf haben. Er weiß selber, dass es nicht ganz stimmt mit der Gleichheit, aber versuchsweise argumentiert er mal so, weil er eben sagt, das ist nicht das Hauptproblem aus seiner Sicht. Also aus seiner Sicht ist das Hauptproblem, wie gesagt, dass in der Gleichheit auch trotzdem noch Ungleichheit und Ausbeutung stattfinden kann. Vielleicht noch eine kurze Klammer, wer sehr früh schon das kritisiert hat, Marxistin seien des Rosa Luxemburg. Also nicht, die Hauptannahme gar nicht, hat sie nicht kritisiert, aber die Annahme von Marx, die ich jetzt noch erwähnen muss, Marx ging davon aus, dass tendenziell früher oder später diese Unterschiede, zum Beispiel zwischen Frauen und Männern und ihrer Bezahlung, zwischen Afrikanern und Österreichern, dass diese ganzen Unterschiede, die Marx natürlich auch kennt, dass die tendenziell irgendwann aufgehoben werden, innerhalb des Kapitalismus. Also Marx ging davon aus, dass es sozusagen Reste sind von früheren Gesellschaften. Und die Tendenz ist, dass diese Gleichheitsidee tatsächlich sich durchsetzt. Ja, insofern hat auch theoretisch diesen Unterschied nicht so viel Bedeutung beigemessen. Denn während Rosa Luxemburg sagt, was sehr wichtig ist, und persönlich glaubt, dass sie recht hatte, auch wenn es heute um Marx geht, erwähne ich das kurz, sehr wichtige Marxistin, sie sagt, diese Ungleichheiten werden immer existieren, solange es den Kapitalismus gibt, notwendigerweise. Also die kapitalistische Gesellschaft zu ihrer Funktion braucht sie diese Bereiche, die nicht hundertprozentig durchkapitalisiert sind, wie zum Beispiel Hausfrauenarbeit oder Arbeit in der sogenannten dritten Welt. Ja. Das braucht noch so Sklavenarbeit, gibt es ja heute auch noch, nimmt sogar wieder zu, die Sklavenarbeit. Das ist nicht etwas, was irgendwann überholt werden wird innerhalb des Kapitalismus, sondern der Kapitalismus braucht diese nicht ganz durchkapitalisierten Bereiche, um zu funktionieren. Aber wie gesagt, ich gehe auf diese Debatte jetzt nicht näher ein. Ich will es ja nur erwähnen, aber das ist ganz wichtig, haben Sie es im Kopf, das ist eine ganz wichtige Kritik, glaube ich, an Marx und hat auch für die spätere Diskussion im Marxismus sehr starke Auswirkungen. Es gab da eine wichtige Debatte zwischen Lenin und Rosa Luxemburg und sehr viele Fehler in der Sowjetunion, denke ich, kommen auch daher, dass Lenin
Lenin und Stalin erst recht nicht Luxemburg nicht ernst genommen haben in dieser Kritik. Und eben, sagen wir, dieses Modell, was für Marx eher ein theoretisches Modell ist, dann irgendwie eins zu eins auf die Praxis angewendet haben, was natürlich ein Riesenfehler ist. Das hätte Marx auch nicht gemacht. Aber gut, jetzt zurück zu Marx. Er würde eben sagen, eben, es gibt eben diese eigenartige Koexistenz von Gleichheit und Ausbeutung, die, wie gesagt, keine, die auf ersten Blick natürlich Gegensätze sind, ideologisch Gegensätze sind, aber ökonomisch wunderbar zusammenpassen. Also die ergänzen sich perfekt. Also besser geht's gar nicht. Also ich würde sogar davon ausgehen, dass die Ausbeutungsrate, das heißt, wie viel kann ich so rausholen aus dem Arbeiter oder Arbeiterin, höher ist als in jeder anderen Gesellschaft zuvor. Also niemals werden Sie eine Gesellschaft finden, in der man so viel die Leute auspressen konnte wie heute. Das heißt nicht, dass die Leute schlechter leben als nämlich Sklaven zum Beispiel, aber trotzdem die Ausbeutungsrate, das heißt eben diese Differenz zwischen 6 und 8 Stunden, im Fall, also wie viel muss ich reinstecken in Arbeit, dann wie hole ich aus dem raus, diese Quote, also diese Ausbeutungsquote oder Gewinnquote ist höher als je zuvor. Also dann würde Marx sagen, genau dieser Trick, oder Trick hört sich blöd an, aber diese Idee mit der Gleichheit hat die Ausbeutung nicht verringert, sondern erhöht. Ja, das hat verschiedenste Gründe. Ein Grund ist eben, hat ganz viele Gründe, aber ein Grund ist eben auch diese ideologische Teilhabe. Die meisten Leute sind eben doch froh, dass sie selber einen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen. Die können ja selber sich aussuchen, wo gehe ich hin, können ja sogar kündigen, können sogar das Land oft wechseln, nicht immer, manchmal sind die Grenzen zu, aber manchmal sind sie offen. Wenn sie offen sind, dann kann man woanders hingehen und wie gesagt, man hat ja unheimliche Freiheiten, die man tatsächlich als Sklave nicht hatte und auch als Leibeigener nicht. Also insofern ist die Gesellschaft, die heutige, tatsächlich irgendwo attraktiv. Wie gesagt, denken Sie mal die ganzen Klammern, natürlich nicht für alle und so weiter, das ist ja logisch. Aber trotzdem, ich will jetzt zusammen diese Seite hervorheben, warum der Kapitalismus so gut funktioniert, also so gut aus Sicht der Kapitalisten funktioniert, also ideologisch. Warum der ideologisch so gut funktioniert, warum? Schauen Sie sich die Wahlen an, dass irgendwo in einem Land der Erde eine explizit antikapitalistische Partei viele Stimmen hat. Das gab es vielleicht ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen, weil so ein bisschen Unruhe, der durch den Krieg hergestellt wurde, ideologisch meine ich jetzt, und nach dem Ersten Weltkrieg übrigens auch, ja. Also nach diesen großen Kriegen gibt es dann doch manchmal Phasen, wo auch antikapitalistische Parteien Zulauf haben, aber das ist dann immer schnell vorbei. Also meistens in normalen Phasen, gut, jetzt haben wir auch gerade wieder Krieg, aber wir sind noch ideologisch in einer normalen Phase, also normal im Sinne von kein großer Krieg, sind doch die explizit antikapitalistischen Parteien völlig marginalisiert von den Stimmenzahlen her. Und das liegt eben genau daran, dass die meisten Leute doch sagen würden, naja, letztlich ist es wirklich die beste aller Gesellschaft. Man muss natürlich so ein paar Details verbessern, das würden alle sein, ein bisschen intelligent sind, aber als Grundform ist es die beste Form. Und das muss man ja verstehen, man muss das ja erklären. Das ist ja nicht nur, weil das Fernsehen und das Internet voller Unsinn ist. Das ist natürlich auch ein Argument, aber das reicht nicht als Erklärung, warum so viele Leute prokapitalistisch sind. Das ist nicht nur wie eine Manipulation, das ist nicht nur wie diese Gehirnwäsche, wie das CIA eine Zeit lang genannt hat, sondern es ist tatsächlich so, weil die Gesellschaft diesen Widerspruch hat, den ich erwähnt habe jetzt mehrfach, der zu durchschauen sehr schwierig ist. Vielleicht tendenziell unmöglich. Also tendenziell, selbst die besten Theoretiker haben das oft nicht geschafft, das zu durchschauen. Zum Beispiel Habermas ist bestimmt ein sehr intelligenter Mensch, aber das hat er nie verstanden. Wenn Sie mal die Texte von Habermas zu Marx lesen, diesen Clou hat er nie verstanden. Aber das sage ich jetzt nicht, um schlecht von Habermas, sondern im Gegenteil. Also ich habe bei dem Menschen schon mal studiert und so weiter. Ein sehr intelligenter Mensch, auch einer der wenigen, der es in Deutschland noch wagt zu kritisieren, dass man jetzt der Krieg unterstützt und so weiter. Oder zumindest die Ausmaße kritisiert er vielleicht gar nicht in sich, aber er warnt halt vom Atomkrieg und so weiter. Sonst ist einer der wenigen, der überhaupt noch den Mund aufmacht in Deutschland. Sonst macht das ja kaum noch einer. Aber sagen wir mal, als ein sehr intelligenter Mensch, meine ich, sehr kritisch auch, aber das hat er nicht verstanden. Aber wie gesagt, jetzt nicht, weil er besonders dumm ist, sondern einfach, weil es sehr schwer zu verstehen ist. Das ist tatsächlich selbst für einen Habermas nicht verstehbar. Diese doppelte Existenz von Gleichheit und Ausbeutung. Da kommt man unheimlich schwer hin. Da kommt man, wie gesagt, nur durch eine ganze präzise ökonomische Analyse hin und natürlich, wenn man dialektisch denkt. Also wie gesagt, das ist eben der Witz, den Marx von Hegel übernimmt. Marx, genau wie Hegel, wurden sein natürlich, das will ich nochmal ganz kurz erwähnen, ich weiß nicht, wie viel in Innsbruck Dialektik gelehrt wird. Der wichtigste Satz der Dialektik ist ja, die gibt es ja schon länger als Hegel, aber in Hegel kommt es sozusagen zu einer schönen Blüte, dass ein Ding nur ist in dem Maße, in dem es nicht ist. Also etwas nur existiert in dem Maße, in dem es nicht existiert. Also auf die Gleichheit angewendet. Die Gleichheit aller Menschen kann nur so lange existieren, indem sie zugleich auch koexistiert mit einer Ungleichheit. Sonst wird es keine Gleichheit geben. Also das ist so eine dialektische Grundannahme, dass ein Ding nur existieren kann, in dem es auch nichts existiert. Hegel nennt dann als Witz, sagt er, der Mensch ist mit sich halb Witz, halb Ernst, der
Mensch ist mit selber identisch nur, wenn man tot ist. Also identisch kann man dann sein, wenn man aufhört zu atmen oder auch zu essen und aufs Klo zu gehen und so weiter. Wenn Sie atmen, stellen Sie natürlich permanent Ihre eigene Identität in Frage. Sie pumpen da 1 Liter Luft oder 2 Liter Luft in Ihren Körper rein, der völlig, könnte vergiftet sein zum Beispiel, ja, oder zumindest Abgase drin, sollte man besser nicht tun. Man sollte eigentlich besser nicht atmen, ja, schon gar nicht in einer verschmutzten Stadt, ja. Dann wäre man identisch mit sich selber, man könnte so seine Identität ganz integer haben. Da könnte er da völlig geschützt sein vor äußeren negativen und schädlichen Einflüssen. Aber wie gesagt, probieren Sie es mal nach 3 bis 5, wenn Sie besonders gute Apnoe-Taucher sind, nach 8 Minuten sind Sie tot, ja. Wie gesagt, weil das geht nicht. Man kann nicht identisch mit sein. Man muss permanent natürlich die Luft rausblasen und reinblasen, was immer eine Infragestellung der Identität ist. Wie gesagt, man kann dabei zu Tode kommen. Wenn man das Falsche einatmet, ist man in der nächsten Sekunde tot. Man sollte deswegen eigentlich besser nicht atmen. Aber man tut's, weil, wie gesagt, diese Identität des Menschen existiert nur, indem man permanent bereit ist, diese Identität in Frage zu stellen. Durch das Atmen, Essen und so weiter. Der ganze Stoffwechsel ist ja eine permanente Infragestellung der Identität, weil man Dinge in sich reinbringt, die mit einem eigentlich nichts zu tun haben und dann wieder Dinge ausscheidet, die jahrelang essentieller Bestandteil des Körpers waren. Also eigentlich sollte man Stoffwechsel nicht betreiben, ne? Wenn man sozusagen integer sein will, aber natürlich, versuchen Sie mit F, nach spätestens 2 Wochen sind Sie verhungert, mit Wasser nach spätestens 3 Tagen sind Sie verdurstet und so weiter und so weiter. Darum eben gilt dieser Satz der Dialektik, etwas existiert nur in dem Sinne, in dem es nicht existiert. Also nur indem ich bereit bin, meine Existenz zu riskieren, zum Beispiel indem ich ein mir völlig unbekanntes Ding in den Mund stecke und esse und eine völlig unbekannte Luft einatme und insofern meine Identität ja und meine Existenz ja riskiere, nur indem ich das tue, kann ich existieren. Und das Gleiche passiert mit der Gleichheit. Die Gleichheit kann nur existieren, solange sie koexistiert mit der Ungleichheit und mit der Ausbeutung. Eine Ausbeutung umgekehrt auch. Die Ausbeutung, die beste aller Ausbeutungen, also die Kapitalisten haben recht, natürlich ist es die beste Ausbeutungsgesellschaft aller Ausbeutungsgesellschaften. Die Ausbeutungsrate war nie so hoch. Also insofern, wenn Sie sagen, es ist die beste aller Gesellschaften, würde ich sofort unterschreiben, also angenommen, ich wäre Kapitalist, ja. Ich meine, dann würde ich, wenn ich es nicht bin, vielleicht nicht, ja. Aber aus kapitalistischer Sicht ist es natürlich die beste aller Gesellschaften. Noch nie gab es so hohe Ausbeutungsrate. Das muss man erstmal schaffen. Schauen Sie sich das Mittelalter an, zum Beispiel. Ich bin jetzt gerade hier in kurzem im Dorf. Da gibt es noch Reste davon, die Leute, die das ganze Zeit nur am Ausruhen. Ja? Am Freitag arbeiten sie eh nicht, am Montag sind sie noch müde und so weiter. Das ist immer noch ein Feiernacht, wieder einer Geburtstag, bis wieder den Heiligen. Aber wie gesagt, das ist jetzt so noch Reste, die gibt es noch in Tirol zum Glück. Dann ist Saisonarbeit vorbei, ein Drittel aller Tiroler, oder ein Viertel, habe ich vergessen, ein riesiger Anteil der Tiroler, was nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich das sehr erwähne. Ich habe das Kind auch gewohnt, das ist nichts Antitirolerisches, das mag ich an Tirol. Aber wie gesagt, viele Leute arbeiten einfach, das halt dann nicht so. Skilift ist gerade zu, Sommeruhr-Touristen gibt es auch nicht, dann sitzt man zu Hause rum und kassiert Arbeitslosengeld. Das ist so ein Mittelalter. Das sind so mittelalterliche Reste, die es in Tirol gibt, dass man einfach lange Perioden nicht arbeitet, was ich sehr sympathisch finde. Das sage ich jetzt nicht kritisch. Ja. Aber das heißt, Tirol, da fehlt es noch ein bisschen so an Durchkapitalisierung. Ja. Da fehlt es noch ein bisschen so, also aus kapitalistischer Sicht sage ich das jetzt. Also sag mal, wie gibt es denn, dass so viele Leute einfach sagen, ein halbes Jahr arbeite ich nicht. Das würde ein normaler Kapitalist sein, das geht nicht. Ja. Und in Tirol irgendwie schaffen sich da noch durchzumogeln. Und das finde ich sehr sympathisch. Aber irgendwie gesagt, das ist Mittelalter. Mittelalter, Leute haben ja nicht gearbeitet. Die haben 100 Tage im Jahr, hatten ja Heilige, die gefeiert wurden mit einem Feiertag. Also Heilige gab es jeden Tag, aber 100 von diesen 375 Heiligen wurden mit einem Feiertag begangen. Plus den Sonntag, plus den Montag, wo meistens auch nicht gearbeitet wurde, weil die Leute alle besoffen waren. Also im Mittelalter, wenn die Leute 3 Tage pro Woche gearbeitet haben, war das schon viel. Also die Ausbeutungsrate im Mittelalter war wirklich erbärmlich. Ja, das ist ja auch der Grund, warum die Bürgerlichen das Mittelalter so hassen, jetzt nicht in den Scheiterhäufen, das ist ein Vorwand. Marx übrigens macht sich auch immer so lustig, das Mittelalter, das dunkle Mittelalter, macht sich ja immer sehr lustig über die Mittelalterkritik der Bürgerlichen. Das Mittelalter war natürlich zum Teil auch schlimm, aber es war besonders deswegen schlimm, weil die Ausbeutungsrate einfach ein Witz war. Das wurde einfach nicht vernünftig ausgebeutet. Ja? Schauen Sie sich diese Zeichnungen an. Da gibt es gerade so niederländische Maler, die irgendwelche mittelalterlichen Feste, also in den Niederlanden, aufzeichnen ist es oder aufmalen. Das, wenn Sie die gesehen haben, hat man sofort Lust dabei zu sein. Dieses Aufgelage, oder haben Sie bestimmt schon gesehen, weil die alle unter dem Tisch liegen, ja, und auf dem Tisch und aufeinander und so. Also es ist ein totales Chaos und da hat man echt das Gefühl, da ging es ziemlich lustig zu. Na jedenfalls, ich meine, und das ist eben der Kapitalismus. Der Kapitalismus erlaubt sowas nicht. Also hier ist es ernst. Ja? Also hier, übrigens, wer das sehr gut erkannt hat, ist Ford, Henry Ford, der große Gegenpol ja zu den Nazis, sozusagen. In dieser ganz großen Frage, wie können wir jetzt den Kapitalismus noch effizienter machen, gab es ja 2 Antworten in den 30er Jahren. Die faschistische und nationalsozialistische, eben durch extreme Ausbeutung, Sklavenarbeit und Unterdrückung, KZs und so weiter. Und da gab es die US-Antwort von Henry Ford, die demokratischer war,
der sehr schlau war und der gesagt hat, dieses Ende des Mittelalters, das, wenn wir es ganz ernst nehmen, und hat dann durchgesetzt, eines der wichtigsten Erfindungen der USA, das Verbot des Alkohols. Weil er hat gesagt, die Leute könnten ja alle Autos kaufen, wenn sie nicht so viel ihr Geld versaufen würden. Ja? Dann wird der, das ist der Grund, warum der Alkohol in den USA verboten wurde. Wer das damals angeregt hat, war Henry Ford mit Unterstützung von irgendwelchen protestantischen Gruppen, das stimmt schon, aber der entscheidende Antrieb kam von Henry Ford, weil er gesagt hat, Massenkonsum ist eben die andere Antwort auf die Krise des Kapitalismus, die nicht-faschistische Antwort, aber Massenkonsum geht nur, wenn man in diese mittelalterlichen Reste von Alkoholkonsum zum Beispiel am Wochenende, wo die Leute anstatt das anzusparen und dann nach 5 Jahren ein Auto kaufen können, trinken sie das ganze Zeit das Geld weg, ja, und dann können sie auch kein Auto kaufen. Deswegen hat Henry Ford das durchgesetzt, dass Alkoholkonsum verboten wurde für viele Jahre, sehr visionär übrigens, und dadurch hat das den Kapitalismus so richtig zur Blüte gebracht, also dass man eben nur noch produktiv konsumiert. Das ist der Witz, dass man produktiv im Sinne zum Beispiel ein Auto kaufen. Es ist nicht dieser direkte Konsum, irgendwie lustige Feiern oder so, sondern an die Zukunft denken, ein Haus bauen, ein Auto kaufen und so weiter. Ja. Dieser vernunftbegabte Arbeiter, ja, der wurde eben dann von Henry Ford erfunden und auch erfolgreich durchgesetzt. Und das ist eben genau, und der eben da ist der Gleichheitsbegriff auch wichtig, aber dadurch kommt er eben zu einer Ausbeutungsrate, wie gesagt, jeder mittelalterliche König wäre froh gewesen, wenn er auch nur ein Fünftel dieser Ausbeutung geschafft hätte. Ja. Also das muss man denen erstmal nachmachen, den heutigen Kapitalisten. Und das funktioniert eben nur über den Begriff der Gleichheit. Weil die Leute eben frei sind, selber sich zur Arbeitsstelle anzutreiben. Ich meine, das würde man ja niemals schaffen als König, so viele Leute morgens früh zur Arbeitsstelle zu kriegen, wie man das heute schafft mit Handy oder Wecker oder wie auch immer. Ein repressives System würde das nicht schaffen. Übrigens ist das auch der Grund, warum Pinochet gescheitert ist, warum Franco gescheitert ist, weil die waren einfach zu repressiv. Die haben einfach den Gleichheitsgrundsatz nicht genügend akzeptiert. Ja? Und darum muss auch früher oder später von der Kapitalistenklasse selber, die sie zeitweise noch gefeiert haben, aus anderen Gründen, Gewerkschaftsverbot und so weiter, das fanden sie ganz sympathisch, aber auf lange Sicht funktioniert es nicht. Auf lange Sicht funktioniert vielmehr das, was die bürgerlichen, die demokratischen Kapitalisten durchsetzen, das ist eben die Selbstausbeutung, also in dem Sinne, der Kapitalist beutet mich natürlich aus, aber ich selber trage mich eben zur Arbeit, also zur Markt, wo ich verkauft werde. Also Marx sagt, dass der menschliche Arbeitskraft ist die einzige Ware, die sich selber zum Markt trägt. Das ist eben, früher mussten eben die Könige irgendwelche Truppen schicken, um die Leute zu zwingen, zu ernten und dann den 1/10 der Ernte abzugeben als Zehnten und so weiter. Heute machen das die Leute selber. Und die flehen sogar um eine Arbeitsstelle, bieten sich da an in, was weiß ich, in LinkedIn oder wie auch immer, in Internetseiten, wie toll sie sind, ja, und wie groß ausgebildet sind, wie pünktlich sie sind, ja, und wie wenig sie an das Vergnügen denken und so weiter. Ja. Also man selber preist sich ja da als besonders langweilig und besonders interessant für einen Kapitalisten, um eben dann gekauft zu werden. Also das ist einmalig in der Menschheitsgeschichte und das analysiert eben Marx, wie der Kapitalismus eben gerade über die Freiheiten hier einführt, gerade über die Gleichheit, gerade über die Demokratisierung, gerade über die Rechte, die den Leuten gegeben werden, schafft, dass es eine Beteiligung gibt und eine Bereitschaft, mich selber zur Ausbeutungsstelle zu tragen und auch ganz aktiv damit zu machen, die vorher undenkbar war. Das ist eben das Geheimnis. Darum eben, die Ausbeutung findet nicht trotz Gleichheit statt, sondern gerade durch die Gleichheit durch. Eben einerseits ökonomisch, wie ich das vorhin ja kurz erwähnt habe, aber auch ideologisch. Das ist vielleicht noch wichtiger, die ideologische Seite. Ideologisch war es nie möglich vorher, die Leute so davon zu überzeugen, dass es korrekt ist, ausgebeutet zu werden. Schauen Sie mal zum Vatikan runter, da waren Sie wahrscheinlich schon in der Sixtinischen Kapelle, da wurde ja sehr viel Geld ausgegeben, damit die Leute dann reingehen und sagen, ja, Gott existiert wirklich und dann sozusagen im nächsten Jahr wieder brav ihren 1/10 zahlen, aber es hat sehr viel gekostet. Ja. Also, und das war ja sogar so schlimm damals, also dass die Päpste waren so angewiesen auf die Manipulation des Bewusstseins der Menschen, dass sie die besten Künstler bezahlen mussten, die dann gemacht haben, was sie wollten. Wenn sie schon mal da drin waren in dieser Kapelle, die ist voller Nacktdarstellung, das war, da fand der Papst überhaupt nicht lustig. Ja. Aber der Michelangelo hat ihm gesagt, ich mache hier, was ich will. Da Vinci. Naja, ich mache hier, was ich will, ja. Also, wenn du meine Kunst willst, dann bilde ich auch nackte Menschen ab. Und dann hat der Papst gesagt, okay, mach, was du willst, ja. Das wäre heute undenkbar. Ein Künstler, der den Kapitalisten auf dem Topf herum tanzt, das gibt's heute nicht mehr. Das gab's im Mittelalter. Warum? Weil eben die Manipulation so wichtig war. Man musste wirklich die allerbesten Künstler haben, die Gerüche in den Kirchen, diese wunderbaren Blumen, die sie manchmal aufstellen, die Kerzen, die Orgeln, ja. Das ist ja heute alles völlig überflüssig. Gehen Sie in eine Bank, die riecht schlecht, ist langweilig, gibt's noch nicht mal eine kleine
eine Rose, ein Eckerli, gibt's nichts, ja. Und trotzdem geht man rein und gibt da sein Geld ab, ja. Das hätte im Mittelalter kein Mensch gemacht, ja. Die sagen das, warum machen wir das? Weil wir eben das im Kopf haben, ja. Das tue ich freiwillig. Ich habe mich entschieden. Ich habe ja unterschrieben. Freiwillig, dass ich einen Kredit will. Jetzt zahle ich noch brav zurück und so. Ich bin ja vernunftbegabt. Ich bin nicht wie die komischen Mexikaner oder der dritten Welt, die da mich in Quatsch machen. Ich bin ja ein vernünftiger Österreicher. Und wenn ich sozusagen was unterschreibe, dann halte ich mich auch dran, ja. Und dann zahle ich auch den Rest meines Lebens diesen Kredit ab, auch wenn es mir mein Leben ruiniert. Ja? Auch wenn ich vielleicht sogar abhauen könnte, mich irgendwo verstecken. In Mexiko, die Leute, wenn sie Kreditkarte nicht zurückzahlen können, wechseln einfach den Bundesstaat. Das Mexiko ist leider zum Glück noch so desorganisiert, man kann in jedem Bundesstaat neue Kreditkarte, gut, so war es jedenfalls vor 2 Jahren noch, da konnte man in jedem Bundesstaat neue Kredit aufnehmen und dann ging es wieder los von vorne. Ja? Dann Mexiko hat 32 Bundesstaaten und dann konnte man immer wieder neuen Kredit aufnehmen und wenn ihr nicht mehr Bank bezahlt habt, dann ist man wieder umgezogen. Ja? Dann habe ich gesagt, das gibt es natürlich hier nicht. Ja, was ist da, das machen die Leute auch so. Ja, sie kennen ihre, die das so machen. Ja? Also die Leute haben überhaupt nicht diese Ideologie, ich muss meine Schulden zurückzahlen, also solange ich der Bank entwischen kann, warum soll ich zahlen? Ja? Und wenn man hier sagen würde, gut, man wird ja leicht erwischt in Österreich, das stimmt auch, aber gleichzeitig gibt es einfach diese Überzeugung, ich bin ja ein vernunftbegabter Mensch. Ich muss mich doch dran halten, was ich versprochen habe. Ja? Also das eben, ich bin ja gleich, ich und der Kapitalist, sind ja du auf wo. Wenn ich da in einem Bankschalter sitze, ich will ja, dass ich als Gleicher behandelt werde. Dann werde ich auch rückwirkend, also in der Gegenrichtung auch, als Gleicher handeln und werde eben mein Versprechen, die Schulden zurückzuhaben, auch brav einhalten. Ja? Also das ist eben sozusagen das Wunder des Kapitalismus, dass er, wie gesagt, diese allerbesten Versprechen der bürgerlichen Revolutionen sozusagen nützlich machen kann für die Ausbeutung. Das ist sozusagen, das ist wirklich genial. Also da muss man erstmal drauf kommen. Also es ist nie entgegen, wie ihm fälschlicherweise oft angenommen wird, von linken Reformisten oder auch von kritischen Bürgerlichen, entgegen unser Versprechen werden Leute ausgebeutet, sondern durch die Versprechen hindurch. Das muss man erstmal verstehen. Also das, die Versprechen sind der Schlüssel zur Ausbeutung. Übrigens, ich habe vorhin Frauen bei Arbeit erwähnt, eigentlich kann man es darauf auch einwenden. Also wenn dann Frauen eingegliedert werden ins kapitalistische System, das in den 70er Jahren hat das sehr stark stattgefunden, haben die Kapitalisten dann sofort gesagt, das sage ich jetzt nicht als Argument gegen Frauenarbeit und unabhängig von Frauen, das bin ich falsch, aber wie die dann sofort reagieren konnten, dann haben die dann eben, die sind sehr flexibel, die Kapitalisten muss man ihnen zugutehalten, die haben dann sofort gesagt, na gut, wenn es Frau und Mann arbeiten, niemand, dann können wir auch das Gehalt so berechnen, dass eben das Gesamtgehalt von beiden dann reicht zur Reproduktion der ganzen Familie. Dann wurden sofort die Gehälter der Männer abgesenkt und die Frauen wurden nie angehoben. Ne? Aber dann natürlich haben die dann, wurde dann eben diese Wertberechnung, die ich vorhin erwähnt habe, wie viele Stunden brauchst, um die Arbeitskraft zu reproduzieren, wurde dann neu berechnet, mitbedenkend, dass halt einfach für Essen, Kochen, Kinder, Erziehung und so weiter einfach ein bisschen weniger Zeit investiert wird. Oder das macht die Großmutter, die jetzt zwar schon 90 ist, aber sich ein bisschen noch drum kümmert oder so. Oder eine Nachbarin oder Tante oder wie auch immer wieder so lange gemacht wird oder wurde. Die werden halt dann irgendwie diese nicht kapitalisierte Arbeit übernimmt dann die Arbeit, die früher oft die Mutter übernommen hat in dem traditionellen Familiensystem. Ja. Und da kann die dann eben auch ausgebeutet werden, kapitalistisch meine ich jetzt in der Fabrik, und dann kann man eben das völlig neu berechnen. Und dann kommt man dann dazu, dass die Arbeitskraft dann automatisch weniger wert ist. Ja, weil ja sozusagen die Reproduktion der Familie, da muss ja die ganze Familie berechnet werden, dann auf 2 aufgeteilt wird, die Kosten. Und da sind die eben unheimlich flexibel. Wie gesagt, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht dafür, nicht gegen Frauenemanzipation, aber einfach, die Kapitalisten sind einfach genial. Aus jeder Emanzipation machen sie wieder eine höhere Ausbeutungsrate. Also die Frauenemanzipation, die natürlich notwendig war und natürlich zu verteidigen ist, wurde sofort genutzt, um die Ausbeutungsrate nochmal anzuheben. Und genauso werden sie jetzt mit den Ukrainern machen. Ja? Ich meine, ich finde es gut, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, aber natürlich sofort auch die Ausbeutungsrate auch wieder angehoben werden durch diese Arbeiter und Flüchtlinge, die hier sind und so weiter und so weiter. Soll es mal gelingen, Rassismus zu überwinden, wenn sie natürlich sofort das auch wieder benutzen als Mittel, um die Ausbeutungsrate anzuheben. Das ist eben der Witz am Kapitalismus, dass jede emanzipatorische Bewegung, wenn sie mehr oder weniger erfolgreich ist, sofort wo das natürlich Absicht natürlich nicht war, das ist klar. Aber sofort die Kapitalisten in der Lage sind, das wieder zu einer Verbesserung aus ihrer Sicht der Ausbeutungsrate einzusetzen. Und deswegen, also die besten Versprechen sind genau das, was die Kapitalisten sich zu Nutzen machen. Wenn sie eingehalten werden. Also das ist eben ganz wichtig, im Kopf zu haben, der Kapitalismus ist nicht schrecklich, weil er die Versprechen nicht eingehalten hat, sondern ist schrecklich, weil er sie eingehalten hat. Das, also wie gesagt, das ist natürlich vereinfacht, da habe ich schon gesagt, es geht immer in die Klammern mit den Ausnahmen, aber so als Grundtendenz, wie gesagt, Luxemburg hat das anders gesehen, aber das ist die Theorie von Marx, das ist ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und jetzt auf heute, wie kann man das heute anwenden? Naja, ja, ein Satz übrigens, der noch sehr wichtig ist von Marx, ich meine, das ist natürlich jetzt alles sehr verkürzt, ist ja klar, ich habe noch 45 Minuten, aber ein sehr wichtiger Satz von Marx noch ist, alles kritisieren.
alles kritisieren. Also alles. Das meint er wirklich ernst. Er hat auch sich selbst zum Teil, gut, manchmal nicht so explizit, aber es gibt schon ein paar selbstkritische Sachen auch bei ihm. Oder gut, mehr noch jetzt als Individuum, sie hat doch die eigene kommunistische oder sozialistische Bewegung sehr oft kritisiert. Oder auch die Arbeiterklasse selber. Vielleicht fange ich mit dem Letzten an. Marx im Kapital, wenn er mal so richtig sauer wird, also Marx versucht immer so wissenschaftlich zu sein und so ein bisschen neutral zu tun, also vom Ton her meine ich jetzt, aber wo man da manchmal schon so ein bisschen aufgeregten Ton merkt und so eine gewisse Empörung ist, wenn es um den Verkauf von Kindern geht. Das hat wohl sehr viel stattgefunden im Frühkapitalismus, dass er arme, verarmte Eltern ihre Kinder verkaufen an irgendwelche Waisenhäuser, genau wissen, dass die es dann wieder weiterverkaufen, nämlich erreichen Leute, die waren praktisch nur so Vermittlungsinstitutionen für den Verkauf von Neugeborenen oder kleinen Kindern. Das war sehr üblich im Frühkapitalismus und Marx, darüber regt er sich ganz schrecklich auf. Also da hat er nicht allergeringsten Mitleid oder so mit den armen Eltern, denen fällt jetzt nicht anders, als ihr Kind zu verkaufen. Also auch Kinderarbeit, wenn Eltern ihr eigenes Kind zum Arbeiten schicken. Also Marx, wo er am schärfsten ins Gericht geht, so mit so ein bisschen moralisierenden Ton, den er normalerweise vermeidet. Also mit Kapitalisten vermeidet er die ganz strikt. Also Marx kritisiert niemals moralisierenden Kapitalisten. Das macht er nicht, weil er, wie gesagt, der Meinung ist, es bringt nichts. Man muss in das ökonomische System durchschauen, jetzt nicht anfangen so rum zu moralisieren. Wo er das schon manchmal ein bisschen macht, ist, wenn er die Arbeiterklasse kritisiert. Also die kritisiert er mehr als die Kapitalistenklasse. Ich sage jetzt nichts, weil er auf der Seite der Kapitalisten ist, sondern gerade weil er auf der Seite der Arbeiter ist, sagt, jetzt müssen wir auch mal unter uns mal reden. So geht es nicht. Kinderarbeit geht natürlich nicht und Kinderverkaufen geht natürlich erst recht nicht. Also da ist er sehr, sehr strikt. Also da hat er überhaupt nicht das allergeringste die Bereitschaft, da wegzuschauen. Dazu noch ganz kurz eine parallele Sache. Das sage ich ein bisschen, weil heute manchmal sagt, naja, die sind arm, da kann man nichts machen und so weiter. In Mexiko gibt es die Diskussion. Da darf man Eltern dafür kritisieren, dass ihre Kinder nicht kreuz und schicken Kaugummi verkaufen? Natürlich darf man, das muss man sogar, auch wenn sie total verarmt sind, die Eltern. Ich hatte in Frankfurt einen Freund, der war Roma, früher hat er immer gesagt Zigeuner, eben Nazis und Zigeuner, Roma, und der hat immer gesagt, wenn ein Roma-Kind von einem Deutschen, also einem Nicht-Roma-Deutschen, aufs Betteln ist auf der Straße, dann sagt er Nicht-Roma, naja, das soll ein Roma-Kind das Bettel geben, und sagt, wenn ich das sehe, gehe ich zum Jugendamt und melde das. Weil ich sage, natürlich geht das nicht. Ja. Da, auch wenn das Roma sind, arm und was weiß ich, natürlich darf man ein Kind nicht betteln schicken, auch wenn man selber arm ist. Also, Menno, das ist ganz ähnlich wie Marx argumentiert. Der muss natürlich die eigenen Leute immer am stärksten kritisieren, sehr logisch. Das meine ich jetzt mit Selbstkritik. Ja. Natürlich sind die Leute am nächsten stehen, auch die, die man am ehesten zur Ordnung sozusagen rufen muss, wenn sie solche perversen Dinge machen, wie zum Beispiel eben Kinder zur Arbeit schicken oder sogar verkaufen. Also ich denke, etwas Ähnliches sollten wir auch, also jetzt eben zur Frage, wie kann Marx heute für uns wichtig sein? Ich denke, etwas Ähnliches sollten wir auch tun. Ich denke, dass diese Selbstkritik in den eigenen Kreisen, denke ich, dass wir das viel zu wenig machen. Ja? Und gerade in der Wissenschaft, also ich denke, Marx hatte eine sehr schlechte Meinung von der Wissenschaft. Er zitiert wie so ein Ricardo, er zitiert auch Hegel, ist selber Wissenschaftler, hat auch einen wissenschaftlichen Anspruch natürlich, aber gleichzeitig gerade Universitäten, von denen hat er eine sehr schlechte Meinung hat da wirklich deswegen hat er nie versucht, irgendwie mal Universitätslehrer oder Professor oder irgendwas zu sein. Davon hat er nicht viel gehalten, schon gar nicht von deutschen Universitäten. Die hat er besonders schlecht eingeschätzt, also weil die für ihn einfach Teil dieses Herrschersystems waren und Teil in dieser Unfähigkeit zur Kritik. Ja, und in dem Kontext würde ich ganz gerne was erwähnen, ein bisschen versuchen, Marx anzuwenden auf die heutige Gesellschaft. Ich denke, die Selbstkritik ist wichtig, jetzt wie gesagt nicht, weil ich denke, dass die eigenen Leute jetzt besonders schlecht sind. Marx denkt natürlich nicht, dass die Arbeiter besonders schlecht sind, oder dieser Freund aus Frankfurt, der Roma ist, denkt natürlich nicht, dass die Roma jetzt besonders schlecht zu den Kindern sind, aber die eigenen Leute muss man einfach besonders an die Kandare nehmen, weil einfach mal die Nähe steht. Da muss man besonders natürlich Kritik anwenden. Und in dem Kontext würde ich ganz gerne von Uni Innsbruck was erwähnen, was ich kritikwürdig finde und problematisch finde, dass es öffentlich nicht diskutiert wird. Wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, ob Sie Fernsehen schauen, vielleicht schon, oder ob Sie Zeitung lesen, aber im Oktober vergangenen Jahres waren in der Tiroler Tageszeitung 5 Artikel im ZIP, seit dem Bild, wo das ausführlichst diskutiert, auch mit anonymisierten Interviews mit Opfern. Also es gibt hier in der Uni Innsbruck einen Forschungsbereich, der heißt Friedens- und Konfliktforschung, in dem laut ORF und auch laut Tiroler Tageszeitung übelste Dinge passiert sind, sexualisierte Gewalt, nachgespielte Folterszenen,
Diskussionen mit Leuten, die dann fast Selbstmord begangen hätten, als Konsequenz heraus. Und die Uni Innsbruck hat darauf überhaupt nicht reagiert. Und das möchte ich an dieser Stelle sagen, dass ich das ein Skandal finde. Und ich finde auch Skandal, dass die Unileitung einfach in einer Pressekonferenz gesagt hat, da ist nichts passiert, obwohl sie, ich weiß es aus erster Hand, da ist, und Sie wissen es auch aus der Presse und aus dem Fernsehen, da ist was passiert, so ziemlich viel. Und die Uni, obwohl sie Zeugenaussagen bekommen haben, haben sie dann einfach kontrafaktisch, wieder Habermas sagen, behauptet, da war nichts. Das Schlimmste, was passiert ist, ist eine verbale Insensibilität. Und nein, das möchte ich an dieser Stelle gerne sagen, im Sinne von Marx. Also man muss alles kritisieren, man muss alles aussprechen. Ich denke, die Uni müsste unbedingt eine Kommission einrichten und da nachforschen, was da passiert. Das Argument ist, der Kerl, der Hauptschuldige heißt Wolfgang Dietrich, also der, wie gesagt, wie sagt das Fernsehen immer, es gilt die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten. Sage jetzt auch dazu, dass ich da keine Anzeige, der ist sehr klagefreudig, dieser Mensch. Deswegen sage ich das dazu. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Off. Im Off war das veröffentlicht worden, in der Tageszeitung auch dreimal. Übrigens, beide Journalisten, das veröffentlicht, das ist ganz interessant, haben vor kurzem Preise gewonnen. Der Tageszeitung Benedikt Meyer hat den Preis gewonnen für kritischen Journalismus in Tirol und der andere, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, habe ich da irgendwo aufgeschrieben, vom ORF, Christoph Benders, der ist kurz danach dann aufgestiegen jetzt in die Redaktion von Zeit im Bild. Also beide wurden anscheinend für diese Berichte, mein Eindruck, ob das wirklich damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber in dem, sagen wir kurz danach dann geehrt. Also sagen wir mal, die haben wichtige Arbeit geleistet, aber in der Uni Innsbruck wurde das irgendwie unter den Tisch gekehrt. Naja, und das möchte ich Sie auch irgendwie darüber informieren, falls Sie es nicht wussten und auch bitten, vielleicht können Sie auch mal irgendwie ein kritisches Wort irgendwo einlegen an einer Stelle im Rektorat oder so, weil ich denke, das müsste eben in dem Sinne, wie gesagt, nicht, dass ich denke, dass die Uni besonders schlimm ist. Ich denke nicht, dass die Uni schlimmer ist als die katholische Kirche oder schlimmer ist als andere Institutionen, wo sowas üblich ist oder zumindest nicht verfolgt wird. Also ich meine, es ist nicht Verfolgung, nicht, dass das alle machen. Aber dass eben, wenn es da passiert, dass dann nicht sozusagen Ordnung gemacht wird. Also ich denke, dass sie einfach, weil ich teile jetzt zumindest jetzt dieses Semester noch der Uni Innsbruck, sonst fühle ich mich schon verpflichtet, nachdem ich so das erfahren habe, dass wir sagen, ich denke, das wäre eben eine Anwendung des Marx auf die heutige Zeit, dass man einfach sagt, die Dinge, die eben passieren, muss man ansprechen, auch wenn sie in einem Widerspruch stehen. Natürlich kann man sagen, dieser Mensch ist auch gezeichnet von UNESCO, hat alle möglichen Anerkennungen, wird gefördert, sowohl von der ÖVP als auch von den Grünen, die unterstützen den beiden. So ist ein Grund, warum es passiert ist. Beide Parteien stehen ihm ziemlich nah, der ist da ziemlich geschickt und so weiter und so weiter. Also es gibt da eben, sag mal, Verknüpfungen, auf die ich nicht näher eingehen will und ich kann, ich kenne es im Detail nicht, aber ich denke eben, Marx hätte gesagt, wenn es Marx hier sitzen würde, bin ich mir sicher, hätte gesagt, natürlich muss man gerade die eigenen Leute besonders radikal kritisieren. Ich sage, deswegen kritisiere ich jetzt hier nicht katholische Kirche und auch nicht jemand anderen, sondern eben die Uni Innsbruck, weil ich eben gerade Teil von ihr bin. Ich denke eben, das geht nicht. Also es geht nicht, dass man an eine Uni kommt und dann nicht mehr weiß, was einem passiert. Ja. Wie gesagt, diese Leute, die es eingeschrieben haben, diesen Kurs, die wussten nicht, dass dann Folterszenen nachgestellt werden mit Unterstützung des Bundesheers, irgendeiner Wattenalizum und so weiter, das wussten die nicht. Ja. Wenn man sich weigert mitzumachen, fliegt man raus, ja, dann kriegt man den Abschluss nicht und so weiter und so weiter. Also ich sagte, ich will jetzt keine genauen Details anschauen. Wenn es interessiert, kann ich mir auch noch später noch den Link schicken. Im YouTube ist diese ORF-Sendung noch ein bisschen kompliziert zu suchen. Am 13. Oktober wurde es veröffentlicht im ORF, aber trotzdem auf der ORF-Seite ist es leider nicht mehr. Im Zeitbild 2. Aber jedenfalls, ich denke eben, Marx würde sagen, man soll eben diese realen Widersprüche der realen Gesellschaft nicht unter den Tisch kehren. Dieser Studiengang, der ist vielleicht wichtig, die Uni Innsbruck ist natürlich eine Institution erst recht wichtig, das wird ja wohl keiner in Frage stellen, ich auch nicht. Und deswegen gab es eben eine Angst, nehme ich mal an, irgendwie jetzt dem zu schaden der Institution durch schlechtes Gerede und so weiter. Aber ich denke, diese Angst, die ist zwar verständlich, verstehe ich auch, hätte ich vielleicht sogar auch, wenn ich jetzt Rektor wäre oder so, aber ich denke, das kann es aber nicht rechtfertigen. Dieses Schweigen. Also ich denke, man ist verpflichtet, diese Dinge auszusprechen. Und das ist genau, was eben Marx macht. Also Marx ist ja kein, und mal zurückkommen zu Marx, damit schließe ich dann, aber ich glaube, die 45 Minuten sind jetzt auch bald vorbei. Also Marx würde sagen, ich bin natürlich nicht gegen Gleichheit. Ich bin natürlich nicht dagegen, dass Mittelalter und früher Sklaverei und alte Ausbeutungsausschlussmechanismen aufgehoben wurden durchs Bürgertum, was ja irgendwie auch stimmt. Teilweise zumindest, ja. Zum Beispiel Juden waren natürlich in Frankreich emanzipiert mit der französischen Revolution. Das abzustreiten wäre absurd, ne? Natürlich ist die Situation der Juden in Frankreich wesentlich besser geworden nach der Revolution als vor ihr. Und da kann man viele ähnliche Beispiele nennen. Also das ist ja alles nicht abzustreiten. Also natürlich bin ich, indem ich den Kapitalismus kritisiere, kein Freund der, was weiß ich, anderer, alterer Ausbeutungsformen, ja. Also wenn ich sozusagen mein eigenes Gesellschaftssystem, das ja im Falle von Marx der Kapitalismus, in dem er erlebt, kritisiere, ist nicht, weil ich das jetzt besonders schlecht finde. Aber ich bin einfach Teil davon und deswegen bin ich verpflichtet, das zu kritisieren. Da denke ich ein bisschen, was man so auf, weiß ich, moralisches richtige Worte, auf so einer ideologischen, politischen Ebene von ihm auch lernen kann, dass man eben, wie gesagt,
dem sozusagen das Nest, in dem man sitzt, beschmutzen, vielleicht ein blödes Wort, aber da kritisieren muss. Und zwar mehr kritisieren muss alles andere. Nicht, weil es besonders schmutzig ist, sondern weil einfach Teil davon ist. Das ist, glaube ich, sein Ansatz. Das kann man, glaube ich, auf so einer ideologischen Ebene auch ganz stark von Marx lernen. Gut, vielen Dank. Ja. Vielen herzlichen Dank für dein flammendes Plädoyer. So habe ich es mir immer vorgestellt. Und heute aus meiner Sicht ohne Punkt und Komma, aber es war wirklich also toll. Kann mir gut gefallen. Wir sind schon gut gewohnt, wie wir jetzt so fahren. Einfach Fragen aus dem Publikum. Sammeln wir mal. Ich würde dann mit dem Mikro hinkommen, wenn Sie da reinsprechen würden. Willst du das nehmen? Ich will es auch hochtragen. Ach so, stimmt. Hallo, ist es jetzt da? Wohin ging's noch? Müssen wir es ohne Mikro machen. Aber ich habe jetzt schon mal das Klopfen schon gehört. Das ist, glaube ich, nur leise gedreht irgendwie. Hallo, hallo? Ja. Ist da? Ja. Gut, hatten Sie ein bisschen Zeit, geschickt gemacht, ein bisschen Zeit gewonnen zum Überlegen. Schade, ist eine Wortmeldung. Ah, okay. Ich bin schon da. Ja, ich wollte mich für den wunderbaren Vortrag bedanken und wollte Sie fragen, was man gegen diese ideologische Teilhabe machen kann. Ich finde, die ist dermaßen am Erstarken. Ja? Also, und das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass, wie Sie sagten, jeder ist froh, wenn er einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat und wenn er in Arbeit ist. Und es wird ja auch sehr viel Angst geschürt, dass man übermorgen schon auf der Straße stehen könnte und sowieso eine Katastrophe an die andere wird an die Wand projiziert und wahrscheinlich ja auch realistischerweise. Aber diese Verhärtung, die man heute feststellen kann gegenüber, ich glaube, das nahm in den 90er Jahren seinen Anfang, ja, als der Elitebegriff wieder schick wurde in Deutschland und man und ich habe immer versucht, das ein bisschen aufzubrechen. Es gelingt mir nicht. Man kann eigentlich nur verzweifeln, ja. Und wenn man sich's leisten könnte, müsste man also konsequent sein und gehen. Aber man hat, und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie einen Rat oder ich danke Ihnen wirklich für diese begriffliche Formulierung, weil damit ist man täglich konfrontiert und man ist in einem Überbietungskampf und deswegen würde ich also den Begriff der Konkurrenz noch hinzunehmen, ja, also dass man sich dann immer noch überbietet und immer noch mehr und noch mehr und Wachstum, 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 Wachstum. Und man sieht offensichtlich, also es sind alles kluge Leute an der Universität, aber diesen Widerspruch, wie das jetzt mit der Ökologie zusammengehen soll oder mit der Nachhaltigkeit, der wird nicht gesehen, zumindest an meiner Fakultät nicht, oder er wird gesehen und der interessiert dann nicht weiter. Also das nimmt man halt so hin, macht man ein bisschen Diskursangleichung oder Änderung, nicht? Und,
Soll ich gleich antworten? Ja, ja, das ist eine super Frage. Die Antwort ist nicht so leicht, aber ich denke, es sind zwei Sachen. Also Marx hat ja die Hoffnung gehabt, die Gewissheit, behauptet er zumindest, dass es eine kommunistische Revolution geben wird und dann sozusagen der Zauber vorbei ist. Das würde jetzt Marx jetzt wahrscheinlich antworten. Aber gut, ich weiß natürlich, was macht er in der Zwischenzeit? was macht man in der Zwischenzeit? Ich denke, das macht er ja. Ich meine, Marx sagt ja, Bücher haben noch nie eine Revolution ausgelöst oder Philosophien. Also er glaubt nicht, dass sein Buch eine Revolution auslöst. Aber, also das so war illusorisch war Marx nicht, aber was er schon gesagt hat, ging davon aus, dass wenn es einen gewissen Bewusstseinsstand gibt, den er sozusagen mithelfen wollte, herzustellen durch seine Schriften und politische Teilhabe, dass dann diese Revolution, wenn sie mal stattfindet, weniger blutig und weniger irrational stattfindet. Das war, glaube ich, das, was er wollte mit seinen Texten, weil es natürlich sein kann, das wissen Sie bestimmt auch, die Revolution, die es bisher gab, waren ja meistens oder wahrscheinlich immer nicht besonders lustig. Zum Beispiel die mexikanische Revolution, damals haben in Mexiko vor 100 Jahren hat die stattgefunden, ein bisschen mehr, 110 Jahren, haben 10 Millionen Menschen gelebt in Mexiko, von denen 1 Million gestorben ist in der Revolution, was also 10%, nicht besonders wenig. Also deswegen sage ich, natürlich können Revolutionen sehr blutig sein und sehr aggressiv und auch sehr irrational. Und der war der Meinung, auch eine antikapitalistische Revolution, wenn sie mal stattfinden sollte, kann natürlich völlig irrational sein. Was zum Beispiel, deswegen hat er die Moralisierung so vermieden gegen Kapitalisten. Es wäre natürlich völliger Quatsch, zum Beispiel Kapitalisten umzubringen. Ja, wie das ja bestimmte auch Gruppen gemacht haben. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Die werden natürlich sofort ersetzt. Ja. Ich meine, das dauert keine 3 Sekunden. Dann hat man einen neuen. Das dauert noch nicht mal 1 Sekunde. Da müssen wir alle umbringen. Also alle Menschen meine ich jetzt, wenn man keine Kapitalisten wollte. Weil jeder von denen, die hier im Raum sitzen, nicht der, jede auch, wären bereit. Also ich schließe mich da jetzt ein, das auch zu machen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer von Ihnen das nicht bereit wäre, genau diese Arbeit des Kapitalisten oder der Kapitalisten zu tun. Wir sind da alle in der Lage, also das ist keine moralische Frage. Also wir Marx sind ja auch Kapitalisten, so wie alle anderen auch Charaktermasken. Man nimmt da einfach eine gewisse soziale Stellung ein und dann erfüllt man die. Man kann natürlich sagen, das will ich nicht, ja, ich will das Geld nicht. Es gibt Leute, ja, die machen das, okay. Aber sobald man akzeptiert, ich bin jetzt Kapitalist, macht man natürlich genau das gleiche wie alle anderen auch. Sonst ist man auch bald kein Kapitalist mehr. Was ich sagen will, diese moralische Kritik ist hochgefährlich, nicht nur, weil sie nichts bringt, sondern weil sie dann Gruppen auserkört, wie das zum Beispiel Nazis gemacht haben, die dann fälschlicherweise behauptet haben, der Kapitalismus ist deswegen schlecht, weil viele Kapitalisten sind Juden, dann bringen wir die eben um und dann ist alles gut. Das ist ja ganz kurz gesagt einer der zentralen ideologischen Punkte der Nazis gewesen. Und das ist, natürlich sind es nicht alle, die jetzt so einen primitiven Antikapitalismus haben, Nazis, aber sagen wir, es gibt oft diese Logik. Kapitalismus ist schlecht, weil es bestimmte schlechte Menschen gibt. Und diese Logik ist eben hochgefährlich. Also darum ging es eben bei Marx so aufzuzeigen, das Problem des Kapitalismus sind nicht die Kapitalisten. Jetzt nicht, weil er die besonders nett findet oder so, ja. Aber es ist einfach eine völlige Irrsinn, das zu personalisieren oder auf Gruppen festzuschreiben. Das ist ein Problem einer Kapitalistengesellschaft. Das meine ich nur, jetzt weiß ich, ob das Ihre Frage beantwortet, aber im Sinne, was können wir tun? Ich denke, was wir tun können, ist versuchen, auch bei diesen Bewusstseinsbildungsprozessen teilzuhaben. Also ich persönlich bin davon, ich bin sicher, dass es früher oder später, ich glaube mittlerweile eher früher, wieder starke antikapitalistische Kämpfe gehen wird. Wir wissen nicht, wie dieser Krieg jetzt weitergehen wird. Aber wenn jetzt den sich zuspitzen soll, da wird es natürlich wieder eine antikapitalistische Bewegung geben. Das Problem ist, dass die auch rechts sein können. Antikapitalistische Bewegungen sind nicht immer links. Die können auch rechts sein. Die können eben rassistisch sein, antisemitisch, frauenfeindlich, wie auch immer, homophob, das weiß man jetzt nicht, was dann genau passiert. Aber antikapitalistische Bewegungen sind sehr oft rechts gewesen. Da gibt es unheimlich viele Beispiele von. Und darum ging es Herr Marx, das ist ein bisschen so zu beeinflussen, dass es eine linke, das heißt eine emanzipatorische antikapitalistische Bewegung ist. Das sagen, die aus dieser Dialektik, Emanzipation kann die Mehrwertrate steuern, nicht an die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, also wollen wir keine Emanzipation mehr, sondern die richtige Schlussfolgerung zu ziehen, wir wollen einfach eine andere Form von Emanzipation, wir wollen einfach eine Emanzipation ohne Ausbeutung. Ja. Das ist, ein, vielleicht ist, wenn ich so schnell sage, wirkt der Unterschied kleiner, aber das ist der Unterschied ums Ganze. Ja. Wir sind ja keine Kapitalisten, das meinte ich nicht, sondern es ist ja immer das Versprechen, dieses Gleichheitsversprechen. Ja. Also wenn man Leistung bringt, dann steigt man auf und sobald man sich auf diesen Bund eingelassen hat, hat man den Eindruck, korrumpiert. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber warum so ein Desaster, wie Sie das eben beschrieben haben, niedergeschlagen werden kann an der Universität Innsbruck, hat doch damit zu tun, dass
dass wenn man das ansprechen würde, ich wusste davon nichts, aber in der eigenen Chemie kam heraus, dass jemand, ein Professor, der auch noch Senatsmitglied war, glaube ich, einen Schießstand hatte im Keller. Hast du das? Wusstest du das? Ja, das hat man natürlich auch nicht publik gemacht. Im Unikeller. Sondern das. Aber das ist ja schon diese Komplizenschaft und diese Form von Korruption. Ja gut, aber ganz konkret, ich denke, man kann schon mal... Sie sagen, man muss was sagen. Das ja, natürlich. Das habe ich auf die, also das habe ich auf die Universität abgebildet, und zwar auf natürlich diese die Fakultäten, die kritisch, die sich kritisch wählen. Ja. Ja, nee, also zum Beispiel in Mexiko, an der Nationalen Universität, da gab es einen ähnlichen Fall, und da haben dann einfach 15 Studentinnen, gut, die mexikanische Universität ist autonom, da kann die Polizei nicht so leicht rein, aber da haben dann 15 Studentinnen mit Unterstützung von viel mehr Leuten auch von außen, hauptsächlich Frauen, die ökonomischen Fakultäten, in das passiert ist, besetzt 6 Monate lang. Und dann, wie gesagt, die Uni hat sich auch nicht getraut, die Polizei zu rufen, die Polizei selbstständig darf sie eh nicht rein, die Unileitung hat sich nicht getraut, weil die Nationale Uni in Mexiko, die Studenten sind sehr streikfreudig. Also wenn die mal streiken, dann kann das auch mal ein Jahr dauern, ja. Und deswegen, also da muss man sehr aufpassen, wenn man da die Polizei ruft, dann kann es noch mehr explodieren. Also die haben dann nach 6 Monaten tatsächlich geschafft, dass dieser Prof, der da auch massiv da sexuell Studentin angegangen ist die ganze Zeit, also so seine Machtposition ausnutzen und so weiter, der wurde dann tatsächlich gekündigt. Nachdem 6 Monate Unterleitung gesagt hat, nein, das kann man nicht, und immer nein, und hat gesagt, okay, dann gehen wir nicht raus, ja. Und die haben da tatsächlich, das waren nicht nur 15, nämlich das total beeindruckt, diese 15 Frauen, total junge Frauen, die haben dann, wie gesagt, mit Unterstützung von einer ziemlich großen Zahl von Leuten von draußen, aber immerhin, die haben das, also die haben sich abgewechselt, also gleichzeitig waren immer 15, da insgesamt waren es mehr, aber die haben so Turnus gehabt, aber da anwesend waren immer 15, es hat gereicht, um das Gebäude irgendwie zu besetzen, die haben die Türen mit Ketten verschlossen und so weiter, und die haben das dann durchgesetzt, die haben tatsächlich, also ich finde das total bewundernswert, die haben dann durchgesetzt, ja, nach 6 Monaten, dass die Uni gesagt hat, okay, wir schmeißen jetzt raus, weil wir brauchen einfach die ökonomische Fakultät wieder, also was ich sagen will, ich denke, man kann schon was machen, also ich denke, es kommt natürlich, alleine ist immer ein bisschen schwierig, das stimmt auch, aber ich denke, dass es Formen von Solidarität trotz allem schon noch gibt. Es stimmt schon, dass unsere, die Ideologie, die heute herrscht, ist so dominierend, dass man tendenziell mit den meisten dazu neigen, nicht solidarisch zu sein, ja, und völlig vereinzelt dann so dahin vegetieren, ja, und da natürlich irgendwelche Protestformen dann sehr schwierig sind, weil natürlich als Einzelner kann man nicht viel machen, als Einzelne, aber eben, wenn man sich zusammentut, ich denke, es ist schon möglich. Vielleicht sind die Bedingungen in Österreich ein bisschen schwieriger als in Mexiko, weil ich denke schon, das nehme ich schon, weil es auch grundsätzlich nach Mexiko gegangen bin, ich denke schon, dass diese prokapitalistische Ideologisieren in der sogenannten ersten Welt noch weiter fortgeschritten ist als in Ländern wie in Mexiko oder Lateinamerika. Aus Gründen, die müssen wir nochmal genau untersuchen, da bin ich heute nicht drauf eingegangen, aber es ist tatsächlich hier noch mehr, da götzen wir jetzt wohnen, sagen immer wieder meine Nachbarn, da kommen aus Mexiko, stimmt doch, dass hier das Paradies ist, sagen sie mir immer, denken das Paradies, nein, das Paradies habe ich mir anders vorgestellt, aber naja, weil ich sage, es gibt ja wirklich die Vorstellung, wir leben im Paradies, wir leben in der ersten Welt, die Löhne sind besser im Durchschnitt als woanders und so weiter und so weiter, aber ich denke, dass es tatsächlich diese Ideologie, der Kapitalismus ist letztens gar nicht so schlecht, hier noch stärker vorherrscht als in anderen Ländern, und natürlich ja, insofern ist es noch schwieriger, bestimmt, was zu machen. Ja. Das ist ganz bestimmt so. Aber ich habe eine Frage, wie viel von Marx steckt denn im heutigen Kommunismus tatsächlich noch drin? Was meinen Sie mit heutigen Kommunismus? Wenn ich nach China schaue. Nee, klar, ich meine, die KP Chinas, genau wie die KP, die Kommunistische Partei der Sowjetunion, haben natürlich sehr früh schon Abschied genommen von Marx. Ich meine, die benutzen ihn noch ideologisch, um sich zu rechtfertigen, aber wie gesagt, gerade diesen Satz, den ich vorhin so mehrfach zitiert habe, alles kritisieren, also das wäre bestimmt der letzte Satz, den Sie da gerne hören in solchen Ländern. Es gibt natürlich, ich würde sagen, wenn die überhaupt, haben die eher was Sozialdemokratisches. Es gibt natürlich schon solche Ansätze, bestimmte soziale Einrichtungen, billigeres Wohnen, billige Gesundheitsvorsorge, also reformistische Ansätze gibt es, glaube ich, schon in China und in der Sowjetunion. Wie gesagt, das würde ich aber eher mit der Sozialdemokratie vergleichen, so Rotes Wien oder so. Also, aber jetzt im guten Sinne, ich meine, die positive Seite von diesen Ländern. Ja. Aber kommunistisch waren die nie. Die haben ja niemals die Fabriken den Arbeitern übergeben. In Jugoslawien gab es so ein bisschen den Versuch mit
kollektivisierende Betriebe, aber auch da hat es nicht richtig geklappt. Aber in der Sowjetunion und China gab es das nie. Also Kommunismus wäre ja, dass die Arbeiter selber die Besitzer der Fabriken sind. Das wurde nie, noch nicht mal versuchsweise gemacht, weder in China noch in der Sowjetunion. Insofern sind es natürlich keine kommunistischen Länder. Wie gesagt, wenn ihr bestenfalls sozialdemokratische Länder, das meine ich jetzt nicht abwertend oder so, weder gegenüber der SPÖ noch gegenüber den Chinesen, ich meine nur, es gibt eben so einen Versuch, bestimmte Reformen innerhalb des Kapitalismus durchzusetzen, ja, die dann oft sehr mit einem sehr starken Autoritarismus natürlich hergingen oder gehen in diesen Ländern, die sie erwähnen. Aber ich denke, also Kommunismus ist bestimmt nicht, was die dort machen. Gut, Lenin, wenn Sie schon das erwähnen, Lenin war ja der Meinung, eigentlich wie Marx auch, dass die Revolution nur dann funktioniert, wenn es eine Weltrevolution ist. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also wenn Sie mal eine Revolution machen, versuchen Sie, das weltweit zu machen. Ja, das ist das Tipp. Ja. Das hat Marx auch immer sehr gesagt, es ist einfach sehr schwierig, eine Revolution nur in einem Land zu machen. Das Problem in Russland war ja, dass die Revolution begann, als Lenin im Exil war, der wollte das ja gar nicht. Der wollte, dass man wartet, bis in Österreich oder, Deutschland oder Frankreich oder irgendein England eine Revolution stattfindet und dann sozusagen Russland sich dem anschließt, um eben die Chance zu haben, dass es irgendwann weltweit wird oder so. Und dann ist die Revolution aber sozusagen entgegen seinen Wünschen von selber losgegangen und Lenin ist auch schon hingefahren, um mitzumachen. Aber sagen wir mal, seitdem ist es halt nichts, hat sich schon von Marx Ansatz entfernt. Wie gesagt, entgegen den Wünschen von Lenin. Es gab eben dann doch eine Revolution in nur einem Land, zwar das flächenmäßig größte Land der Erde immerhin, aber trotzdem, das reicht einfach nicht. Das Problem, das ist halt, ich will jetzt die ganzen Fehler der Stalinisten bestimmt nicht kleinreden, aber das Problem war einfach, wie gesagt, wenn man natürlich in permanenter Konkurrenz, die Sie erwähnt haben, die Konkurrenz findet ja statt zwischen den Individuen, aber auch zwischen den Ländern. Wenn man eben als Land mit einem sozialistischen Ansatz, um es mal so vorsichtig zu nennen, in Konkurrenz zu kapitalistischen Ländern steht, ist es natürlich unheimlich schwierig, das durchzusetzen. Ja? Wie gesagt, es gibt auch noch viele andere Gründe, wo man es gescheites Experiment, aber das Problem war eben, der Kapitalismus hat eben gerade, wie ich erwähnte, diesen ideologischen Vorteil, den eben diese realsozialistischen Länder nicht hatten. Also dieses Attraktive des Kapitalismus haben die ja nie gehabt. Ja, dieses, ich weiß noch genau, ich war früher oft als Besucher in der DDR, wie die Leute immer so dann richtig nachgebetet haben, diesen vollen Supermarktregalen, ja, die sie irgendwie im Fernsehen mal gesehen haben oder irgendein Verwandter. Das war ja für die DDR-Bewohner wirklich so fast wie ein Gotteshaus. Ja. So ein Supermarkt, wo einfach alle Dosenregale immer voll stehen. Ja. Da hast du immer 3-4 Ravioli-Marken, ja, und 3-4 Marken für Tomatensauce. Das war so ihre Illusion von einer besseren Welt, ja, dass ich nicht nur eine Ravioli-Sorte habe, sondern 3 verschiedene, ja, die wahrscheinlich genau gleich schmecken, aber ich kann aussuchen. Eins kostet ein bisschen mehr als das andere und so weiter. Das ist eben die Freiheit des Kapitalismus. Wie gesagt, das ist natürlich ein bisschen ironisch mit den Ravioli-Dosen, aber sagen wir mal, das ist natürlich mehr als nur 3 Marken von Ravioli. Es ist ja wirklich mehr als nur ein, was ich ja vorhin schon gesagt habe, es ist ja mehr als eine bloße Ideologie. Es gibt in dieser eigenartigen Mischung aus Ideologie und Wahrheit, wenn die Kapitalisten von Freiheit reden, von Demokratie und Auswahlmöglichkeiten. Das ist natürlich alles gelogen und gleichzeitig eben nicht. Und dieser Widerspruch, der macht den Kapitalismus so interessant. Das ist dieser zweite Teil, dass er nicht gelogen ist. Er ist natürlich auch gelogen, weil das Geld muss man erstmal haben, wir haben das zu kaufen und so weiter und so weiter. Aber eben, ich denke, dass also insofern würde ich sagen, diese kommunistischen Länder, oder ich würde nicht so nennen, im besten Fall sozialistische oder sozialdemokratischen Länder, die, denke ich, haben eben diese Konkurrenz, ideologische Konkurrenz gehabt zum Kapitalismus und die kann man natürlich nicht gewinnen. Die ist nicht zu gewinnen. Wie gesagt, der Kapitalismus hat einfach wirklich ein ideologisch, ist es wirklich das Beste aller Gesellschaften, auch aus der Sicht der Herrschenden. Ja, ist wirklich die am besten einen davon überzeugt, was Sie immer vorhin gefragt haben. Und wie kommt man raus, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie gesagt, natürlich kommen wir nicht raus. Nicht immer kommen, wenn man keine Revolution macht, kommen wir nicht raus, aber was man schon machen kann natürlich, man kann natürlich permanent im Alter versuchen, eben zumindest wie man in Mexiko sagen würde, in Mexiko ist ein Ausspruch, no creersel, also nicht dran glauben. Also in Sinne zumindest diesen Widerspruch im Kopf offen zu halten, dass auch wenn ich mache natürlich auch mit, so wie Sie auch mitmachen und wahrscheinlich alle mitmachen, sonst essen Sie hier nicht, sonst legen Sie schon 3 mit und werden oder werden bestensfalls in der Psychiatrie oder so, aber da wir hier sitzen, machen wir natürlich mit, das ist
der Beweis, dass sie mitmachen ist, dass sie hier sitzen und ich auch. Aber natürlich, dass man trotzdem mitmacht, wissend, dass es eigentlich falsch ist, mitzumachen. Wissend, dass es eigentlich vielleicht ein Irrsinn ist. Ich denke, solange man diesen Widerspruch im Kopf offen hält, dann ist es natürlich ein bisschen unangenehm, schläft man vielleicht manchmal nicht so gut ein oder so. Aber man hat aber den Vorteil, dass man eben nicht völlig dann in dieser Lüge aufgeht, in dieser falschen Ideologie. Das ist natürlich jetzt überhaupt keine Lösung, weiß ich schon. Aber das hat zumindest die Möglichkeit, dass man dann in bestimmten Situationen etwas kritischer sein kann, wenn man sozusagen schon vorbereitet ist darauf, dass es alles ja nicht stimmt, dass ja alles nur irgendwie in einem großen Widerspruchsverhältnis funktioniert, dass man dann auch, denke ich, schneller reagieren kann, sowohl geistig als auch vielleicht auch praktisch, wenn es mal darauf ankäme. Ja, zum Beispiel ein Beispiel, wer hat im Warschauer Ghetto den Widerstand organisiert, den Aufstand gemacht? Als ich das gelesen habe, hat mich das sofort überzeugt, das waren die sozialistische jüdische Jugend. Die waren Sozialisten. Und ich sage, das war jetzt kein sozialistischer Aufstand, im strengen Sinne, aber die waren einfach durch ihre wahrscheinlich auch marxistische oder sozialistische zumindest Bildung irgendwie in der Lage, sich einen Aufstand überhaupt vorzustellen. Ja, der war letztlich symbolisch nur wichtig, aber immerhin. Also die haben damit das Ghetto nicht befreien können, aber für die deutschen Truppen war das nicht so lustig, als da plötzlich irgendwie aus allen möglichen Häusern Gewehrkugel kam und so weiter. Also dieser Warschauer Ghetto-Aufstand ist ja bis heute noch für jüdische Selbstbewusstsein sehr wichtig. Und war auch historisch sehr wichtig, einfach als Zeichen, es lässt sich nicht jeder einfach so umbringen. Und wie gesagt, die konnten das deswegen aus verschiedenen Gründen. Aber ich denke, ein Element war schon auch, dass sie eine gewisse sozialistische, antikapitalistische Vorbildung hatten, die sie ermöglicht hat, sich zu denken, man kann jetzt selbst in dieser völlig ausweglosen Situation wie das Warschauer Ghetto, kann man irgendwas noch machen. Man haben sich irgendwie ein, zwei Pistolen mit so ein bisschen Benzin besorgt, Molotow-Cocktails gemacht und so weiter, Löcher in den Wänden oben gemacht, dass sie von einem Haus zum nächsten rennen konnten und den Nazis dann vorgaukeln konnten. Könnten sein ganz viele. Das waren nämlich 20 Leute oder so. Die Nazis dachten, es seien Hunderte, weil die das so schlau angestellt haben, dass sie wirklich die Nazis haben sie zurückgezogen. Die Nazis sind aus dem Warschauer Ghetto rausgegangen und haben es am Schluss nur noch mit Artillerie von außen zerstört. Die haben sie nicht mehr reingetraut. Das finde ich total, finde ich genial. Wie gesagt, militärisch war das irrelevant, aber ideologisch, historisch und politisch und psychologisch ist total wichtig, was da passiert ist. Und ich meine, das denke ich, das ist der Vorteil, wenn man eben diesen Moment, diesen kritischen Moment im Kopf offen hält, dann ist man auch in dem richtigen Moment in der Lage, noch irgendwas zu tun, was man sonst nicht wäre. Also und da denke ich, gibt es dann in einer konkreten Situation, ergibt sich dann, was man genau tut, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja? Aber ich denke einfach, es ist wichtig, eben nicht daran zu glauben, dass Kapitalismus funktioniert, muss man jetzt ganz platt so sagen. Und dann denke ich, dann ergibt sich schon die Möglichkeit, was zu tun, früher oder später. Die Zeit fliegt leider dahin. Wir können jetzt abschließend noch Folgendes machen, weil ich finde es immer sehr bereichernd, wenn man aus dem Saal hört, es gibt diese, jene, eine dritte und eine fünfte Stimme. Ja, einfach mal mitkriegen, wie man so denkt. Aber also deshalb bitte ich noch mal um 3 bis 5 Fragen, von denen er aber höchstens noch 1, 2 auswählen und beantworten kann, weil wir einfach die Zeit nicht haben. Aber wenn Sie sich noch mal kurz überwinden und vielleicht einige Fragen beitragen, dann hören wir noch was, hören wir noch ein Abschlussstatement und dann sind wir leider schon am Ende. Können Sie so sprechen, oder? Vielen Dank, super. Frage 1, Frage 2 stelle ich gleich mal selbst, aber überlegen Sie schon mal Frage 3. Frage 2, ich bin totaler Fan von deinem Vortragsstil, ja, so enthusiastisch und super. Aber gerade deshalb, wie du sagst, man soll ja eine kritische, trotzdem selbst gucken, was man kritisch fragen könnte. Und ich würde sagen, der Schlüssel zu deinem großen Erfolg hier im Saal oder bei mir jedenfalls könnte sein, und muss man sagen, wir haben im Schnitt immer 40 Leute, heute sind 70 Leute da. Entweder liegt es an Marx oder an deinem Vortrag, ja. Und ich denke, was ich bei dir heraushöre und was ich bei Marx, was ich glaube, was Marx Schlüssel zum Erfolg war. Dein Schlüssel zum Erfolg bei mir als Hörer und hier im Saal, es war im Oktober auch schon so, scheint mir zu sein, dass der Marx, den du präsentierst, das ist nicht der, der bei uns immer so mühselig ist. Mit Manuel habe ich oft diskutiert, also ökonomisches Weltsystem von Wallerstein, die marxische Ökonomiekritik weltweit, das muss alles total komplex und kompliziert. Dein Marx ist mehr so einer,
die vielleicht als Philosoph, ihr seid Philosophen, ja, die Haltung. Du analysierst mit Marx den Kapitalismus, die Ausbeutung der Arbeitskraft, aber es wird runtergebrochen auf unsere existenzielle Situation. Wie verhalte ich mich im Leben? Und das interessiert natürlich jeden, das fesselt auch jeden. Wie verhalte ich mich? Und da gibst du, da redest du so mit Flammen. Ja, das finde ich eigentlich super. Das scheint mir der Schlüssel zu sein. Die Haltung, dass wir die kritische Haltung bewahren müssen, das kommt mir so rüber und das begeistert mich, gehe ich nach Hause und finde es super. Ja? Aber wenn ich mit Marx vergleiche, war Marx Schlüssel zum Erfolg vielleicht nicht, dass er ein Narrativ gegeben hat. Und heute bei aller Kritik, die Rechten geben vielleicht ein Narrativ, aber die Linken geben nämlich keins. Die kritisieren zwar alles und sagen, die Natur wird ausgebeutet, schlecht und so, aber das Narrativ fehlt. Und Marx gab ein Narrativ. Vielleicht ein falsches oder so, okay, aber. Und deshalb machst du aber nicht, ein Narrativ zu geben. Das ist meine zweite Frage. Jetzt aber die dritte. Die dritte dann vielleicht abschließend, weil wir sind schon. Ah, okay. Nicht ganz sicher, aber mir ist aus dem Vortrag jetzt nicht ganz klar geworden, oder es wurde immer gesagt, der Kapitalismus ist die schlechteste, ist nicht die, naja, dieses, was Churchill gesagt hat, ist, soll man nicht sagen, so haben Sie das irgendwie gesagt, ja. Und andererseits haben Sie aber auch immer betont, ja, es ist ja besser als im, oder naja, nicht immer als im Mittelalter, aber oder ganz kurz einfach, mir ist nicht ganz klar, was ist jetzt für Sie der Unterschied zwischen, was Sie jetzt machen, zwischen Kommunist sein oder zwischen Sozialdemokrat sein? Weil am Schluss haben Sie ja doch gesagt, naja, ich will ja auch nicht verrückt werden. Und dann machen Sie ja doch irgendwie so ein bisschen was ein Sozialdemokrat auch machen würde, oder? Weil ich hier sitze, oder warum? Dass Sie ja auch sagen, naja, wir sind ja alle da hier dabei. Und es gibt ja dann doch für uns alle anscheinend eine gute Seite dran, dass wir hier weiter mitmachen. Klar, ich erinnere mich, muss ich das so sagen, es hat mir, glaube ich, noch nie einer gesagt, sei Sozialdemokrat. Ich finde es trotzdem witzig. Aber als ich damals nach Mexiko gegangen bin, damals der offizielle Grund war, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben in Frankfurt, aber über zwei mexikanische Philosophen. Mein Doktorarbeit, der Betreuer, mein Doktorvater hat dann damals noch gesagt, er war Alfred Schmidt, und der davor bei Hawker, Madonna und so weiter studiert. Und der meinte dann zu mir, als ich einmal zurückkam, da war zufällig genau die Zapatistenaufstand, 94. Und als ich dann zurückkam, so Alfred Schmidt, mit irgendwas mit ihm gesprochen habe von meiner Arbeit, meinte, Herr Gantler, ich dachte, es ist jetzt im Urwald und robben doch den Urwald, ja, also mit den Sabbatisten. Ich sage, er dachte das nämlich auch. Also er dachte auch, ich wäre jetzt ganz radikal, aber ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, erstens hatte ich mit denen keinen Kontakt und zweitens, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich meine, damals war ich jünger und war auch trainiert und so weiter, aber trotzdem. Also ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn man zwischendurch eingeladen worden wäre, der jetzt mitzugehen in den Urwald, ich wurde auch nie gefragt, aber weiß ich nicht. Was ich nur sagen will, das stimmt schon, natürlich bin ich auch bequem manchmal und sage, das sitzt lieber am Schreibtisch, als dass ich irgendwo im Schlamm da rumroppe und irgendwelche Aufstände mitmache. Also das haben Sie schon recht, also ich habe das so als Kritik jetzt mitverstanden. Natürlich ist Aufstand zu machen nicht lustig, wie gesagt, vorhin gesagt, aber kann man auch bei sterben, Mexiko ist ein Zehntel der Bevölkerung gestorben in der Revolution. Aber gleichzeitig zu meiner Verteidigung, was ist die Verteidigung, oder zu unserer Verteidigung, kann ich sagen, ist natürlich im Moment, ist ja auch nichts los. Ich meine jetzt im Sinne von einer tatsächlichen revolutionären Bewegung oder so. Also, aber Sie haben recht, natürlich ist schon gut, dass Sie sagen, im Sinne, es ist gut, sich immer selbstkritischer zu sein, im Sinne, ob es mir vielleicht nicht so leicht machen, einfach sagen, es gibt eh keine Alternative, mache ich heute mit, das ist eh ganz gemütlich. Es stimmt schon, hier gibt es immer diese Versuchen. Ja, ich meine, ob ich das ja auch erlege oder nicht, müsste ich jetzt mal in mich gehen, weiß ich genau, nicht genau, aber zumindest theoretisch, denke ich, bin ich kein Sozialdemokrat, vielleicht im Alltag schon, mögen Sie recht haben, aber ich denke, es ist schon wichtig, gesagt, zumindest theoretisch, das hat Hawker immer schön gesagt, er meinte, man kann in der Praxis, theoretisch kann man ja immer davon ausgehen, eben diese Widersprüche eben aufzuzeigen, aber in der Praxis schon, also zum Beispiel, was ich schon mache, ich tue immer massivst irgendwelche Studenten unterstützen, mich das Gefühl ist ein bisschen kritischer und versuche immer heute mich auch in der Uni
Räume aufrechtzuerhalten, wo man noch kritisch denken kann und so weiter. Das ist vielleicht nichts im Vergleich zu Anliegen, die andere Leute machen. Okay, ja. Aber ich denke, in der jetzigen Situation ist das besser zu tun als gar nichts. Ja. Aber gut. Aber darüber können wir gerne bei mir noch diskutieren, ob ich jetzt Sozialdemokrat bin oder nicht. Ja. Aber weiß ich nicht. Aber interessant, trotzdem diese Frage stellen. Sie haben schon recht. Natürlich kann man, ist es immer gemütlich an der Uni rumzusitzen, als jetzt wirklich was politisch zu machen. Das stimmt schon. Und vielleicht bin ich das also versuchen auch schon überlegen, wenn ich mal darüber nachdenke. Eben zu der ersten Frage mit der Natur. Marx erwähnt es zwar. Marx gibt es den Satz, der immer wieder zitiert wird, dass der Kapitalismus oder die kapitalistische Produktionsweise, sagt Marx, die alle Grundlagen der Produktion zerstören. Das ist eben die menschliche Arbeitskraft, das sind die Menschen und eben auch die Natur. Er nennt das nicht Natur, sondern die Erde. Also die Erde wird zerstört und eben die Menschen. Also man hat ein Bewusstsein von einem Problem, was sie erwähnen, was schon stimmt, es ist jetzt nicht zentral für ihn. Also er erwähnt das immer wieder, mehrfach in seinem Werk, aber es stimmt schon, dass er auch gleich, also es gibt so, das ist jetzt, muss jetzt aufpassen, nicht zu lange darüber reden, aber es gibt so eine komplizierte Frage, war Marx fortschrittsgläubig oder nicht? Also hat gerade Alfred Schmidt, den ich vorhin erwähnt habe, ein sehr wichtiges Buch geschrieben, das heißt, kann ich Ihnen empfehlen zu dem Thema, das heißt, der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, von Alfred Schmidt, Schmidt mit DT in dem Fall, also Alfred Schmidt, der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, wo Marx eben, pardon, Marx Schmidt im Gegenzug zu dem dominanten Marxismus damals eben versucht nachzuweisen, dass Marx nicht so ein simpler Fortschrittsfanatiker war, der gesagt hat, muss jetzt alles unterwerfen und damit es Fortschritt gibt. Auf den DDR 100 Markscheinen war das Bild eine Fabrik mit drei ganz rauchenden, dunkel rauchenden Schornsteinen. Ja, das galt so, das war der größte Geldschein, das es dort gab. Das war Fortschritt. Ja, wenn es möglichst viel raucht, dann gibt es möglichst viel Fortschritt, geht es den Menschen auch besser. Je mehr raucht, desto besser geht es den Leuten. Es gab diese Lesart von Marx, die natürlich totaler Irrsinn ist, aber es stimmt schon, dass es in Marx Sätze gibt, die ein bisschen in diese Richtung geht. Aber ich denke, wenn man den Marx ernsthaft liest, was eben Alfred Schmidt mit diesem Buch versucht hat, dann findet man hunderte von Zitaten und die trägt er da zusammen und interpretiert die wirklich auf seine sehr gute Art und Weise, wo Marx eben sehr kritisch ist im Vergleich zu der, nicht Vergleich, in Bezug auf die Naturzerstörung und Ausbeutung der äußeren Natur und auch der eigenen Natur. Also unsere menschliche Natur wird ja ausgebeutet, aber natürlich auch die äußere Natur, die Sie ganz zu Recht erwähnen. Und das ist jetzt leider im Marxismus nach Marx sehr wenig erwähnt worden, mit ein paar Ausnahmen. Alfred Schmidt ist einer der wichtigsten Ausnahmen und der kritische Theorie auch. Aber das stimmt schon, im Marxismus, dem dominierenden Marxismus wurde das ganz wenig nur thematisiert. Das ist auch eines der Hauptprobleme des dogmatischen Marxismus gewesen. Und es gibt in Marx eben diesen Widerspruch. Aber einen Satz kann ich Ihnen zitieren, der auch sehr schön ist von Marx vom Fortschritt, wo er sagt, wenn ich mich nicht richtig erinnere, nicht falsch erinnere, im Kapital, in der Fußnote, es gibt in England Fortschritt, schauen Sie sich nur die Statistiken an der Kinder, die an Lungenentzündung sterben. Jedes Jahr sterben mehr Kinder an Lungenentzündung. Das ist dort diese Fabrik und Minenarbeit, die ich erwähnt habe. Das ist Fortschritt. Also ein völlig ironischer, natürlich kritischer Fortschrittsbegriff hat manchmal Marx, aber manchmal auch einen anderen. Man muss ganz kurz noch eine Sache im Blick dazu haben. Marx ist zwar für den Einsatz für Maschinerie, auch für den massiven Einsatz für Maschinerie, aber weil er denkt, dass dadurch, genau wie Aristoteles denkt, dass durch Einsatz für Maschinerie Sklavenarbeit unnötig wird. Oder überhaupt ausgebeutete Arbeit unnötig wird. Ja. Darauf kann ich jetzt nicht mehr genauer eingehen, aber es ist so sein Ansatz, den übernimmt er, wie gesagt, von Aristoteles, da gibt es diese Idee schon. Darum schätzt er Aristoteles viel mehr als Platon. Platon denkt, dass Sklaverei unüberwindbar ist, wenn Aristoteles zwar Sklaverei verteidigt, aber sagt, sie ist temporär, sie wird irgendwann überwunden werden, dann wenn genug Maschinen Sklavenarbeit ersetzen. Ja. Und das übernimmt in Marx und deswegen ist eben für Maschinerie, um eben Sklavenarbeit und überhaupt ausgebeutete Arbeit unnötig zu machen. Aber er würde sagen, Maschinerie, und das ist der Unterschied zu den Naturzerstörern, Maschinerie ist nur das, was wirklich Arbeitskraft ersetzt und wirklich die Arbeitszeit, die zur Herstellung eines Produktes braucht, verringert. Zum Beispiel Atomkraftwerke sind natürlich keine Maschine im marxischen Sinne. Für die Kapitalisten sind Maschine alles das, was Rauch macht und Krach macht und irgendwie Mehrwert erzeugt. Ja. Darum werden auch Atomkraftwerke in vielen Ländern verwendet, sollen jetzt auch noch mehr verwendet werden für die grüne Welle und so weiter. Es gibt viele Länder, die sagen, es wären grüne Atomkraftwerke und so weiter. Und in Marx würde ich sagen, bin ich mir sicher, ein Atomkraftwerk ist keine Maschine, weil natürlich die Arbeitskraft, die temporär eingespart wird durch den elektrischen Strom, der da rauskommt, niemals so hoch ist wie die Arbeitskraft, die wir später brauchen, um die Folgen dann auszugleichen. Und zum Beispiel Tschernobyl, weiß ich, was Sie wissen, in Tschernobyl arbeiten immer noch 1500 Leute.
den verschiedenen Tonussen. So viel Laut braucht man, um das zu kontrollieren, dass es nicht überhitzt. Da habe ich mal vor ein paar Jahren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, jetzt nicht unbedingt der Anti-Atomkraftwerk ist, aber die haben dann interviewt, den Chef von Tschernobyl, und da haben sie gefragt, wie lange müssen sie das ungefähr kühlen? Diese Reste da, diese von dem radioaktiven Material, was noch weiter reagiert, wenn man es nicht kühlt, versinkt es in der Erde und verseucht alles. Und dann sagt er, wir wissen es nicht genau, aber schätzungsweise 20.000 Jahre. 20.000 Jahre, also das kann auch ein bisschen mehr sein, kann auch 30.000 sein, können auch 15.000 sein, aber so lange werden da 1.500 Leute Tag und Nacht arbeiten in Tschernobyl. Also da insgesamt 1.500, also Tag und Nacht sind es weniger, aber insgesamt 1.500 Angestellte, die da vor 5, 6 Jahren, haben das Interview gelesen und noch gearbeitet haben, weil muss das permanent, das ist sehr kompliziert, das Kühlen und muss das alles schützen und so weiter. Das ist Kernkraft. Also immer rechnen, wenn Sie das gegenrechnen, wie viel Strom da rauskam aus diesem Kernkraft, jetzt ist ein Witz, dieser hat natürlich keine Arbeitskraft eingespart. Und so ist es mit vielen Maschinen, die im Kapitalismus verwendet werden. Also viele würden aus marktwirtschaftlicher Sicht nicht den Namen Maschine verdienen. Wahrscheinlich die Mehrzahl der heutigen verwendeten Maschinen. Ich denke, nur ein geringer Teil sind wirklich im strikten Markt schon sind die Maschinen. Und das muss man immer im Kopf haben. Und das haben leider viele Marxisten nicht im Kopf gehabt. Das meiste, was heute eingesetzt wird, sind keine Maschinen im Sinne von Marx und Aristoteles. Sind Maschinen nur im Sinne der Kapitalisten, weil sie halt viel Geld damit verdienen. Nur noch ganz schnell zur zweiten Frage. Ach, deine Frage, Frank, genau. Ja, die habe ich da unbewusst zuletzt gemacht, damit du mich nicht unterbrichst. Einfach aus dem Blitz. Aber nicht so, sind wir sehr flexibel in der Zeit. Aber damit höre ich dann aber auf. Ja, du fragst das Narrativ. Ja, ich habe deswegen ja betont am Anfang, so habe ich das in Frankfurt gelernt. Ich habe da meine Marx-Kurse in Frankfurt gemacht, eben unter dem Einfluss der kritischen Theorie, damals noch so Reste davon. Die haben da meine Lehre immer betont, der wichtigste ist der Untertitel und im Untertitel ist wichtig das Wort Kritik. Kritik der politischen Ökonomie. Also wir haben, es gibt natürlich ein Narrativ, das stimmt, aber in Frankfurt wurde es immer so gelehrt und ich finde es auch richtig, diese Interpretation, dass das eigentlich relativ irrelevant ist, das Narrativ von Marx, dass das Wichtige ist seine Kritik, wo er eben andere Narrative zerstört, um das mal zu sagen. Das Narrativ eben eines rechten Antikapitalismus, das Narrativ eines antisemitischen Antikapitalismus, das ist übrigens was, worauf mich ein mexikanischer Kollege darauf hingewiesen hat, Mauricio Pilatowski, übrigens ein Neffe von einer der Mossad-Agenten, die Eichmann in Argentinien festgenommen haben, aber gut, er ist sehr stolz auf seine Tante. Gut, der hat mir erzählt, er hat gesagt, schau mal nach, welche Leute Marx besonders kritisiert im Kapital. Und hat gesagt, fast alle sind Antisemiten. Marx erwähnt niemals den Antisemitismus, aber hat ein ganz genaues Auge drauf, wenn er kritisiert. Und es sind fast alles Antikapitalisten. Also ich meine, es sind die Antikapitalisten, die er kritisiert. Marx kritisiert ja sehr viele Antikapitalisten im Kapital oder Leute, die Kapitalismus kritisieren, aber falsch kritisieren. Und das sind praktisch alles Antisemiten. Und das würde ich sagen, das ist genau eben, was Marx macht. Er zerstört andere falsche Narrative. Und als eigene hat er schon irgendwie auch manchmal, das stimmt schon, aber ich denke nicht, dass das sein wichtigster Beitrag ist. Denn sein wichtiger Beitrag ist die Zerstörung dieser falschen Erklärungen. Also sowohl der bürgerlichen natürlich ist auch falsch, diese demokratische bürgerlichen Seite, alles sind gleich, die kritisiert er auch, aber auch die anderen, und gegen die geht er sogar noch mehr vor. Also das Kapital ist mehr als gegen die Bürger, ist es gerichtet gegen diese falschen Kritiker des Kapitalismus, die eben, wie gesagt, übelster Art fast alle sind. Gibt es einen, der zum Beispiel vorschlägt, dass man Kapitalismus verbessern sollte, indem man die Bevölkerung verringert? Na gut, das ist natürlich auch vielleicht ein Recht, aber Bentham, der eben diese Bevölkerungstheorie hat, irgendwie auch ein bisschen kritisch manchmal daherkommt. Also es gibt da ganz üble Ansätze, wie man eben Kapitalismus verbessern kann. Und die fährt eben Marx alle frontal an. Und ich denke, das ist eben sein Beitrag. Also in dem Sinne ist er eigentlich, könnte man zurückwirkend sagen, Teil der kritischen Theorie. Also er hat eben auch diesen Ansatz, warum es geht, ist eben Kritik. Also selber ein ideologisches oder ein Narrativsystem aufzubauen, was alternativ ist oder besser, macht eigentlich nicht viel Sinn. Es ist auch gar nicht nötig. Also da ist auch Marx, denke ich, schon, genau wie auch Horkheimer-Donner, sehr optimistisch. Wir Menschen haben ja die Fähigkeit, uns zu organisieren. Wir haben ja die Fähigkeit, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Das ist, glaube ich, relativ leicht. Also auch zu der Frage mit dem Kommunismus. Ich denke, eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen ist eigentlich nicht so schwierig. Schwierig ist eben, das Vorherige wirklich aufzuheben. Und das ist eben der Sowjetunion und China nicht gelungen. Das sind eben ganz viele alte Herrschaftsformen, zum Beispiel Ausschlussformen gegen Frauen, heute gegen China, gegen Muslime, gegen Juden und so weiter, haben einfach weiter existiert. Ja, und die haben es eben nicht geschafft, das zu überwinden. Ich denke, darum geht es eben tatsächlich, die alten Ausschluss- und Ausbeutungsformen und ihre ideologische Rechtfertigung wirklich komplett zu zerstören. Und das ist nicht so einfach. Wie gesagt, das ist
es reicht nicht einfach Kapitalismus zu entlarven oder so. Man muss natürlich dann auch Antirassist sein und entgegen, was weiß ich, misogyne Theorien und so weiter und so weiter, gegen homophobe Theorie, gegen antisemitische Theorie, gegen Rassismus, habe ich glaube schon erwähnt und so weiter und so weiter. Und da gibt es natürlich ganz viele andere Ausschlussformen, die man auch kritisieren muss. Genau was Rosa Luxemburg eben gesagt hat. Also das habe ich vorhin so explizit nicht erwähnt, nur implizit, aber Rosa Luxemburg würde sagen, dass Kapitalismus eben funktioniert, weil er in diese ganzen Hilfsideologien auch noch um sie herum hat, die ich jetzt zum Teil erwähnt habe. Ja? Und das macht ihn noch stabiler. Die sind zwar nicht explizit kapitalistisch, sind eigentlich vorkapitalistisch, leben aber glücklich, in Anführungszeichen, im Kapitalismus weiter und machen ihn, obwohl sie eigentlich im Widerspruch zu einer Ideologie der Gleichheit stehen, stehen eigentlich dagegen. Aber gleichzeitig machen sie ihn funktional. Also es ist nicht so einfach, das zu erklären, diesen Widerspruch. Es ist eben auch dialektisch. Aber eben, und das muss man eben verstehen. Und das haben sie in der Sowjetunion eben gerade nicht verstanden. Da haben sie eben diese idiotische Theorie des Haupt- und Nebenwiderspruchs gehabt. Haben gesagt, wir heben erst den Widerspruch zwischen Arbeiter und Kapital auf und dann im zweiten Schritt zum Beispiel machen wir es gegen die Frauenunterdrückung und gegen den Antisemitismus und gegen Rassismus und so weiter. Das war natürlich völliger Irrsinn, weil sie eben nicht verstanden haben, was Rosa Luxemburg, wie gesagt, sehr früh schon aufgezeigt hat, dass eben, dass diese Hilfsideologien ganz, ganz zentral sind für die Funktion der zentralen Ideologie, auch wenn sie im Gegensatz zu ihr stehen. Also man dachte eben da falscherweise, diesen Fehler hat Marx zum Teil auch begangen, man dachte eben falscherweise, dass das bürgerliche Denken der Gleichheit so stark ist, so einnehmend ist, dass es diese ganzen anderen Ungleichheitsgedanken sozusagen vom Tisch wischt, ja, mit einer Hand. Das verschwindet eh von selber, dieser ganze alte Dreck, ja, das dachte Marx. Das Bürgertum ist so stark ideologisch und das denkt er natürlich deshalb, das muss man ganz kurz sagen, noch, weil in der Zeit, wo er das schreibt, sieht das tatsächlich so aus, zumindest teilweise, ist es tatsächlich so, dass sowohl das Bürgertum sehr, sehr stark ist, als auch die Kritik von der Gewerkschaft und so weiter auch sehr stark ist. Das sieht wirklich so aus, als ging es jetzt nur noch vorne, ja, und die schlimmsten Widersacher sind die Bürger und jetzt nicht so sagen die Antibürger, diese rechten Antibürger. Das hat damals, war das nicht so war leicht wahrzunehmen. Und das ist eben, was ich vorhin sagen wollte mit Auschwitz, dass Marx konnte sich wie niemand anders sonst auch Auschwitz einfach nicht vorstellen. Also dass es tatsächlich entgegen aller ökonomischen Logik 6 Millionen Leute umgebracht werden, als Juden hauptsächlich umgebracht werden, das konnte Marx nicht denken. Wahrscheinlich konnte das niemand denken. Und das ist eben, weil in diese Nebenlogik, in dem Fall Antisemitismus, einfach viel, viel stärker wurden als die Hauptlogik der Ausbeutung. Das im Nationalsozialismus meine ich jetzt. Das konnte sich niemand, ich glaube wirklich niemand, oder fast niemand vorstellen und Marx auch nicht. Das ist, glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte, die man an ihn formulieren müsste, dass Marx eigentlich zu optimistisch war. Jetzt meine ich gar nicht bezogen optimistisch in Bezug auf die Arbeiterklasse, sondern optimistisch in Bezug aufs Bürgertum und seiner Fähigkeit, sich ideologisch durchzusetzen und diesen Gleichheitsbegriff überall durchzusetzen und dann kommen die Kommunisten und machen ihren Schritt. Das Bürgertum hat es einfach nicht geschafft. Also das Gleichheitsversprechen des Bürgertums ist tatsächlich, zum Beispiel im Fall des Antisemitismus, ist völlig klar, hat sich das nicht durchgesetzt. Der Antisemitismus nimmt sogar zu, neuesten Studien. Und der Hass gegen Frauen nimmt auch zu. In Mexiko werden im Durchschnitt jeden Tag 12 Frauen umgebracht. Also spezifisch als Frauen. Es gibt auch noch andere Frauen als Feminizid meine ich. Jeden Tag im Durchschnitt 12. Das hat das Bürgertum auch nicht geschafft, das zu überwinden. Also diesen systematischen Hass gegen Frauen und so weiter. Und so Rassismus und so weiter. Homophobie. Wie gesagt, ich habe ein paar Beispiele ja schon genannt. Ich denke, da war Marx so optimistisch in Bezug aufs Bürgertum und seine Fähigkeit, die Gleichheitsidee durchzusetzen. Und das, denke ich, das ist der Clou, das zu verstehen, weil einerseits muss man natürlich kritisieren, die Gleichheitsidee falsch ist und gleichzeitig muss man sie auch verteidigen. Weil man muss ja, wir müssen praktisch als Linke die Arbeit tun, die die Bürger nie richtig getan haben. Weil die Bürger haben es nicht gemacht. Also die haben es versucht, aber sie haben es nicht geschafft. Und weil es jetzt keine Bürger mehr gibt, das sage ich noch ganz zum Abschluss, Alfred Schmidt immer gesagt, Marx konnte sich nie vorstellen, Kapitalismus ohne Bürgertum ist aber, was wir heute leben. Bürgertum in strikten Sinne, französische Revolution und so weiter, gibt es nicht mehr. Das kannst du vergessen. Also es ist einfach vorbei. Es gibt nur noch Kapitalismus ohne Bürgertum. Deswegen sind wir in der eigenen Situation. Wir müssen sowohl die bürgerlichen Ideale verteidigen, was sie selber nicht mehr tun, und müssen außerdem die linken Ideale auch noch verteidigen, die sich aber im Widerspruch stehen. Das ist ein bisschen das Problem. Aber als Frage, was wir tun müssen, wir müssen diese doppelte Arbeit leisten. Die Bürger ersetzen, weil die gibt es nicht mehr, und gleichzeitig sie kritisieren. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber es ist genau das, was wir tun müssen. Aber gut, ja, danke. Vielen herzlichen Dank, Stefan, für dein Plädoyer. Warum Marx? Und vielen Dank für Ihre Teilnahme. Das war schon mal voll extensiv, meines Erachtens. Gleichwohl wollen wir, wie vorher gesagt, gegenübergehen in 60-20 und Nachgespräche zwischen Einzelnen führen.
der Vortragende geht auch mit, hat er mir zugesagt. Einige usual suspects gehen sowieso mit. Ich glaube, Marx würde auch mitgehen. Natürlich, das sofort. Und vorher habe ich gelernt, im Mittelalter, da würden sowieso alle hingehen, beziehungsweise wären schon dort. Ja? Also kommen Sie mit, bis zur nächsten Woche oder bis nachher gleich. Dankeschön, auf Wiederschauen.